Wir haben uns versammelt. Ja, also. Für eine ja. Runde genial daneben. Five Heads, meine ich. Wobei es keinen Unterschied zwischen diesen beiden Formaten gibt, außer dass wir nicht Hugo, Egon und Balder haben, sondern Hugo, Egon, Bart. Sprich, ja. Für die Leute, die genial daneben nicht kennen, Bart wird uns Fragen stellen oder eine Frage immer und wir müssen dann durch Gehirnverrenkung draufkommen, was die Lösung zu dieser Frage ist. Bart wird uns wenig Tipps geben, meistens nur Ja oder Nein sagen. Manchmal, wenn wir uns ein bisschen verirren, vielleicht irgendwie einen kleinen Pointer geben, aber das ist im Großen und Ganzen. Ist sehr selbsterklärend. Wir arbeiten cool. Zusammen, ne? Wir spielen das nicht irgendwie gegeneinander oder so. Okay. Wenn du Bescheid wisst. Genau. Es gibt nichts zu gewinnen. Ist auch richtig. Ja, dann ja. Danke für die Einladung. Für ihr. Ich wünsche euch noch einen ganz raus. Schönen Abend. Ja, ihr könnt halt im Verhältnis zu den anderen Runden halt gut abschließen. Ne? Wenn ihr zum Beispiel alle Fragen richtig beantwortet ohne Hilfe oder so, dann genau. Habt ihr in der gesamten Phase, die es Fiveheads jemals gab, die Möglichkeit, als Sieger dazustehen. Dafür müsst ihr halt aber jede Frage richtig beantworten. Ich würde sagen, wir starten einfach mit der ersten ganz entspannt rein. Ja, ne? Okay. Sind ja gerade sehr, sehr heiße Temperaturen auch die ganze Woche über. Deswegen wir machen wir uns den ein Chat aus, Franzi. Richtig. Stimmt, reden ja. Über Winter bei der ersten Frage. Verstehe ich, okay. Tschüss, die Frage, Chat. Die ich an euch habe, meine Freunde, ist, warum hatten im Winter 2010, ist noch gar nicht so lange her, viele Koreaner immer eine Bockwurst dabei? Im Winter 2010? Ja. Das ist tatsächlich schon über 12 Jahre her. Warum hatten im Winter 2010 viele Koreaner immer eine Bockwurst dabei? Hatten die so in der Tasche? Wahrscheinlich schon, ja. Manche hatten die wahrscheinlich auch so in der Jacke irgendwo oder in einem Rucksack. Bockwurst. Ja, richtig, gute Bockwurst. Naja, vielleicht waren, also wenn ich jetzt was sage, bin ich dann irgendwie, das ist falsch, und darf ich aber trotzdem noch was anderes sagen. Ne? Das ja, du kannst so viel sagen, wie du willst, Franzi. Ja. Reden. Pass auf, ich hab den Guest und ich glaube, der ist es. Im Winter 2010 war es nämlich so, dass ganz viele Straßenhunde ausgebüxt sind, weil irgendein Tierheim irgendein Problem hatte oder so. Und ganz viele Straßenhunde waren draußen und deswegen haben die Koreaner immer eine Bockwurst dabei gehabt, falls ein Straßenhund ihnen entgegenkam, um denen dann Essen zu geben. Ja, das klingt übel. Das klingt übel logisch. Richtig, richtig. Die haben in Korea auch ein großes Problem mit Straßenhunden tatsächlich. Das ist es. Vor allen Dingen 2010. Was ist jetzt richtig? Vor allen Dingen 2010, wo der Winter sehr, sehr kalt war, wenn man es zurückerinnert, gab es sehr viele Straßenhunde, die auf der Straße von Korea herumgelaufen sind. Und es hat gar nichts damit zu tun, dass die Bockwürste dabei hatten. Oh Mann. Ey, aber das klang wirklich auch logisch. Also das klingt okay, das kann wirklich sein. Das war ja jetzt richtig gemein. Also es gibt ja so... Ich habe mich gerade richtig gefreut. Ach, so einen chinesischen Horoskopkalender. Ne, es gibt ja so Jahr des Affen. Das Jahr der Bockwurst. Jahr des Hundes und so. Vielleicht war das irgendwie aufgrund von sowas, dass irgendwie Bockwürste als so, weiß ich auch nicht, als so was Glückbringendes gegolten haben. Und dann war das so ein Trend, dass jeder eine Bockwurst dabei hat, weil man dann Glück im Job und der Liebe hat. Bockwürste geben, ja, Glück in der Liebe auf jeden Fall. Deswegen habe ich so ein Pech. Also ich würde nicht sagen, okay, wow. Ich würde nicht sagen, dass es direkt mit einem Trend zu tun hat, aber war für die Zeit auf jeden Fall wichtig, um Trends zu folgen und so. Ach, es war wichtig. Oh, dann war das bestimmt so eine virale Challenge, wo man irgendwas mit so einer Wurst gemacht hat, aber ja. Nee. 2010, das wissen viele Leute nicht, ne? Aber 2010, da kam der neue Pokémon-Film raus, okay? Und, nee, der kam 2014 raus. 2010 kam der neue Pokémon-Film raus, richtig? Und da gab es eine Promo-Aktion und Ash Ketchum hat wieder mal in irgendeiner Liga verloren. Aber in der Promo-Aktion ging es gar nicht darum, da wurde einfach Ketchup oft verteilt. Ash Ketchup. Und deswegen haben ganz viele Leute immer in Korea eine Bockwurst mitgeführt, damit, wenn den Ketchup angeboten wird, die irgendwas zum Dippen haben. Oh. Ja, die haben dann ihre Bockwurst in den Ash-Ketchup reingesteckt. Muss ich euch sagen, dass das falsch ist, oder wisst ihr es auch so? Nee, das reicht auch. Die haben ihre Bockwurst in den, was nochmal reingesteckt? In den Ash-Ketchup. Okay. Ja. Gut, Also ich Aber es hat was mit Pokémon zu tun, oder? Überhaupt nicht.
Sorry, Pikachu. Ich habe eine Idee, pass auf. Und zwar, ich glaube, dass es vielleicht auch einfach Conchita Wurst. Die war zu dem Zeitpunkt sehr beliebt. Mhm. Und weil sie ja Conchita Wurst heißt und alle so ein bisschen ja, dem Trend nachjagen, hatten dann halt auch alle eine Bockwurst dabei, damit sie Conchita etwas näher sein konnten. Mhm. Gerade in Korea. Weil was viele Leute nicht wissen ist, Conchita Wurst hat in Korea ihre größte Fanbase. Ja. Richtig. Ja, die K-Pop-Stan-Culture geprägt. Wenn Bart sagt immer, es ist richtig, dann ist es falsch. Ja, schon. Ah. Könnt ihr euch noch an Corona erinnern, wo es so eine Belohnung gab für viele Leute, wenn sie sich impfen lassen haben? So eine gratis Currywurst und sowas? Ja. Safe war sowas in Korea. Ich bin 7-mal geimpft. Fürs Impfen oder so gab es dann so eine gratis Bockwurst oder so. Ich gehe mich kurz impfen. Da wurde das dann so als Belohnung für irgendwas verteilt. Social Score Bockwurst. Es war ja auch Winter. Ja. Ja. Und ich habe euch schon ein paar Tipps gegeben. Nee. Die habt ihr Bart, ich würde gerne mal eine Frage stellen. Klar. Handelt es sich um eine Bockwurst im Sinne von einem Fleischerzeugnis? Ja. Ist es auch wirklich eine Bockwurst? Es ist wirklich eine Bockwurst. Okay. War die warm oder kalt? Die war im Winter sehr wahrscheinlich kalt. Okay. Wenn du die permanent rumgetragen hast. Also so eine aus dem Glas, jetzt nicht so eine Hotdog, Hotdog-Bockwurst, die so. Es gibt ja diese Handwärmer, weißt du? Vielleicht hätte es ja sein können, dass die Korea keine Handwärmer mehr hatten und dann hat irgendein Hotdog-Verkäufer gesagt, ja, ist klar, ich gebe euch jetzt meine Bockwürstchen, damit eure Hände nicht kalt werden. Wie lange bleibt denn so eine Bockwurst warm? Wahrscheinlich nicht so lange, ne? Richtig. Aber es hat was mit den Händen zu tun. Oh, okay. Es gab eine virale Challenge, Edward 40 Hands mit Bockwürsten. Man musste sich Bockwürste an die Hände dran tapen und dann die so essen und sich dabei filmen. Oh nein! 2010, ich hab's! Smartphone! Ja. Es gab noch keine Handschuhe, die man mit seinem Smartphone, mit denen man sein Smartphone bedienen konnte. Und 2010 haben wir herausgefunden, Mist! Man kann das iPhone oder was auch immer in Korea benutzt wird, natürlich auch einfach mit der Bockwurst entsperren. Das und irgendwas iPhone. Musste. Ja, man mit seinem Smartphone musste man irgendwas machen, zahlen oder irgendwo einchecken und sowas. Und damit man das Handy, auch wenn man Handschuhe anhat im Winter, entsperren kann, haben die einfach eine Bockwurst benutzt, damit die das Handy steuern konnten. Als ob das funktioniert hat. Handschuhe ausgezogen oder so. Weil es kalt ist. Weil es kalt ist, es ist Winter. Ob das in Korea wirklich so kalt ist, dass man Bockwürste nehmen muss, um seine Handys zu bedienen. Ja. Ist richtig. Lol, vollkommen richtig. Als ob das funktioniert hat mit einer Wurst. Es funktioniert auch jetzt noch. Immer noch, ja. Das funktioniert immer noch. Ist das witzig. Ja. Ja, weil das ja nur, da wird ja nur geguckt, ob Strom geleitet wird, oder? Richtig. Ja. Yo, vor allem noch eingepackte Würste, krass. Ich weiß nicht, seht ihr das? Ich hab gerade ich sehe es nämlich nicht in meinem Overlay, aber das nicht stimmt. Ich sehe es. Ich sehe es. Ja. Cool. Ja, wir haben doch alle dasselbe Overlay. Ja, jetzt. Ich muss den Cache einfach nur refreshen. Wir alle die ganze Zeit so Standbild gehabt, war das gar nicht mitbekommen. So, wir alle so. Lol, okay. Ey. Ja, sehr gut. Sehr gut. Ja, so sah das aus. Waren tatsächlich einige Leute, die es gemacht haben. Der Typ im Hintergrund sieht man nur nicht, dass er eine Bockwurst in der Hand hat. Mhm. Ja. Genau, weil iPhone kam ja irgendwie 2005 oder 2006, glaube ich, ne? Nee, ich glaube so 2009, 2010 war das, oder? Also ich glaube, davor gab es so iPod Touch. Sein. Das kam dann irgendwie so 2007 oder so. Ich guck mal nach. iPhone Release? Ich meine 2009, 2010 wäre das erste iPhone gewesen. Schätze sagt 2007. 2007, okay. Oh. Ja, und vorher war ja Touch immer tatsächlich über Druck. Und erst da kam ja die Technik dann raus, dass quasi Druck nicht benutzt wird, weil man ansonsten dann dauernd aus Versehen irgendwas bedient hat, sondern über Leiten. So. Ne? Hm. Überleiten-Dings, ihr wisst. Richtig. Überleiten. Ja, und überleiten werde ich jetzt auch zur nächsten Frage. Wow. Klasse! Die nächste Frage lautet nämlich, warum musste ein Mann in Wien, als er seinen neuen Führerschein beantragte, sich psychologisch abklären lassen? Wurden jetzt eigentlich die Caps von Bart und Franzi gespiegelt? Nobody, nope, nope. Ach, nein, ich gucke aus dem Bildschirm raus, leider. Genau. Okay. Ja. Warum musste ein Mann in Wien, als er seinen neuen Führerschein beantragte, sich psychologisch abklären lassen? Naja, vielleicht, weil er
in der Zeit irgendwie missgebaut hat und deswegen musste man gucken, ob er noch fahrtüchtig ist. Generell meinst du? Ja. Was war das Vergehen? Also warum? Der hat vorher Leute überfahren und war deswegen im Knast. Und dann mussten die psychologisch sicherstellen, dass er wieder fahren darf. Ja, klar, das passiert ja auch, ne? Du gehst in den Knast, kommst wieder raus und dein Führerschein muss als erstes erneuert werden, weil der abgelaufen ist. Nein, ich weiß es. Pass ach auf, so, der abgelaufen ist, musste der neu beantragt werden, oder wie? Ich dachte, das wäre einfach nur. Okay, pass auf, ich weiß es. Und zwar hatte er in der Zeit, also er hatte seinen Führerschein so, war alles cool. Und dann hatte er vielleicht ein sehr einschneidendes Erlebnis mit einem Autoscooter. Und als er den neu beantragt hat, wussten die von diesem Unfall mit diesem Autoscooter und haben gesagt, naja, bevor du dich nochmal in ein Auto setzt, musst du ja das psychologisch abklären lassen. Ja, ergibt Sinn. Ja, ist aber falsch, ne? Richtig. Ja, aber schön, dass du das verstehst, Franzi. Aber das ist schon mal gut. Ich glaube, es hat irgendwas mit so. Ich weiß nicht, ob das ein Spoiler für irgendwas war, aber es wird mir eh nicht helfen. Aber ich habe jetzt Alerts mal ausgemacht. Macht bitte keine Spoiler zu irgendwelchen Sachen in die Resub-Messages rein, okay? Ja. Verdächtiges Fahrverhalten an den Tag gelegt hat, dass man gesagt hat, jo, irgendwie, du bist jetzt die letzten 10 Jahre nur Fernbus-Simulator gefahren oder nur in diesem Arcade-Auto gefahren und du denkst jetzt, dass du noch Auto fahren kannst, aber kannst du nicht. Deswegen müssen wir erstmal abchecken, ob du den Unterschied zwischen Realität und Spiel noch checkst und dann haben sie das erstmal abklären müssen. Interessant, ja. Hat der Mann seinen Führerschein während dem Zweiten Weltkrieg beantragt? Oh, ich bin historisch nicht so gut, aber ich glaube, 2008 ist der Zweite Weltkrieg vorbei gewesen. Ach, haben also wir schon gesagt? Tut mir leid. Nee, gar nicht, aber ich habe das euch jetzt einmal erzählt. Ach so, okay. Ja gut. Gut, dann haben wir eine Jahreszahl, nehme ich auch. 2008, also wusstet ihr, dass 2007 das iPhone rauskam? Und da gab's dann... Nee, erst 2010, Lumi. Und da gab es dann Autorennspiele auf dem iPhone. Richtig. Und Doodle Jump. Angry Birds. Und Good Old Times. Dann hat ihn das so wütend gemacht, dass er sein Handy kaputt gehauen hat. Und dann haben die gesagt, okay, Bruder, bevor dir das auch beim Autofahren passiert, musst du leider noch mal zum Psychologen. Wie haben die das denn rausgefunden, dass er zu viel Doodle Jump gespielt hat? Ja, er war in den Nachrichten damit, als der Doodle-Jump-süchtigste Mann in Wien. Wer war dieser Mann? Einer, der seinen Führerschein überantragen musste. Richtig. Geht das in die richtige Richtung oder warum fragst du diese Sachen? Einfach nur, damit ihr ein bisschen mehr nachdenkt über das, was ihr sagt. Hat es was mit dem Nudelsieb zu tun? Wie kommst du jetzt auf den Nudelsieb? Ich hatte eine Resub-Message gerade und die kann ich jetzt nicht ignorieren. Ich habe Alerts ausgemacht, aber da hat irgendwer was mit dem Nudelsieb reingeschrieben. Und was hat die Person reingeschrieben? Hat es was mit dem Nudelsieb zu tun? das ist eine gute Frage. Ja. Ich kann das ja nicht aus meinem Kopf löschen jetzt. Jetzt denke ich, ist es irgendwas mit dem Nudelsieb. Wenn ich dir sage, dass es mit dem Nudelsieb zu tun hat, was ist dann deine Antwort auf die Frage? Hat er ein Nudelsieb getragen? Warum hat er Nudelsieb? Weiß ich nicht. Okay, er hat es auf dem Kopf getragen, weil er dachte, das wäre ein Helm, wie ein Fahrradhelm. Und hat er sein. Hat er das getragen? Ja, weil er anscheinend nicht ganz knusper war. War das so dieser. Der Vorgänger so vom Aluhutträger? Der Nudelsiebträger? Ja. Und der hat auf seinem Foto. Ne, als er den beantragt hat, hat er ein Foto eingereicht, dann hat er ein Nudelsieb an. Und dann hat die Dame hinterm Counter hat gesagt so, irgendwas stimmt ja nicht. So, müssen wir psychologisch mal abklären lassen jetzt, bevor wir sie in das Auto setzen. Das würde tatsächlich Sinn ergeben, ne? Wenn jemand mit so einem Nudelsieb auf den Kopf ankommt, dann würde ich den auch einmal abchecken lassen, bevor ich den Führerschein ausstelle. Ja. Na, warum hat er das getragen? Weil es halt gerade ein Trend war. Weil jemand gesagt hat, dass seine Haare aussehen wie Spaghetti.
Weil es gut zur Bockwurst gepasst hat. Weil es in Wien immer so geregnet hat. Ja, Nudelsieb. Kommt natürlich keine Regen. Dafür, dass keine Flüssigkeit durchkommt, ja. Kommt keine Flüssigkeit durch. Wasser geht nur in eine Richtung bei Nudelsieb. Ja, das geht richtig, nicht. Richtig. Ich würde tatsächlich die Antwort gelten lassen, auch wenn da natürlich ein bisschen mehr dahinter steckt. Lol. Aber ihr seid so fantastisch über eure eigene Herleitung und die Informationen, die ihr hattet, ja, und ihr Nudelsieb bekommen. Tatsächlich ist es so. Lol. Savenia, es tut mir sehr leid, dass jemand deine Frage gekabbert hat. Aber Nico Alm, ne, man kennt ihn, ja, man liebt ihn, musste sich 2008 psychologisch abklären lassen, weil er auf dem Verkehrsamt ein Nudelsieb auf dem Kopf trug. Auf die Frage des Beamten, weshalb er das Nudelsieb auf dem Kopf trug, antwortete er mit religiöse Gründe und weil das Spaghetti-Monster es ihm befohlen hatte. Oh, sein Ziel war es, ja, Spaghetti-Monster zu tragen. Hat er dann seinen, ja, Führerschein bekommen? Das, naja, ich auch, du gern siehst ihn. Also, ja, das, ja, das ist der, ach so, Führerschein. Ja, ich hatte, ja, okay. Und er trägt tatsächlich ein Nudelsieb links auf dem Bild. Also, das Spaghetti-Monster, naja, gut. Ist das anscheinend? Ich habe gar nicht erkannt, dass das ein Nudelsieb ist. Junge, das Spaghetti-Monster. Ja, verstehe ich, ja, aber. Hat lange nicht mehr zu mir gesprochen, muss ich sagen. Ja. Bei mir auch. Leider. Ist lange, lange her. Lol. Ja. Hey, aber auch, wenn das... Haben wir drei gut gelöst. Wenn man so ein Passbild von sich machen lässt, ne, dann, ja, sagen die doch auch meistens so, ja, können sie das nicht abnehmen? Obwohl, das, nee, die sagen mittlerweile jetzt immer, ah, nee, das passt schon, ein bisschen lachen können sie. Und dann gehst, ja, du zum Amt und sagen so, nee, nicht lachen. Ja, genau. Und wieder alles, du sollst ganz normal aussehen, du sollst nichts machen. Ja. Das ist halt super wichtig, dass du einfach zu erkennen bist. Ja, ja. Genauso wie auf Fahndungsfotos oder wenn du so ein Bild hast, wo drauf steht, du hast Ladenverbot zum Beispiel. Und darum geht es auch in der nächsten Frage so ein bisschen. Und zwar um lebenslanges Hausverbot für den Kanadier Nick Burchill, der 2001 ein lebenslanges Hausverbot im Fairmont Express Hotel in Vancouver bekommen hat. Und die Frage ist, warum? Warum hat er das bekommen? Lebenslanges Hausverbot. Was musste dafür passieren? Der hat einen Fernseher aus dem Fenster geschmissen, oder? Ja? Ja. Warum? Der fand, weiß ich nicht, der, da lief kein Sesamstraße. Sein Lieblingsteam, oh, hat beim Eishockey verloren. Okay. Oh, Lumi, Genius, der ist großer Eishockey-Fan und der hat auf dem Hotelzimmer Eishockey gespielt oder im Flur vom Hotel und hat mit einem Puck durch eine Wand geschossen und gesagt, nee, das ist nicht normal, komm, raus. Es hatte mich was mit Eishockey zu tun. Das ist Vancouver. In Kanada machen die nichts anderes. Also die Donuts. Habe ich Fernsehen bei How I Met Your Mother gelernt. Ja, das stimmt. Marshalls Familie liebt nämlich Eishockey. Was? Das stimmt. Marshall ist kommen, aus Minnesota. Genau. War das nicht Marshalls? Nein, das ist Robin. Robin. Ja. Ach, Robins Familie war das, ja, stimmt. Die haben doch auch Eishockey gespielt, oder? Franzi, get your How I Met Your Mother. Ja, aber die hat schnell abgezogen. Jahre her, Mann, es tut mir leid. Ba 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 ba. Ja. Ja? Nee, also es hat nichts damit zu tun. Kein Eishockey. Nichts mit Eishockey oder nichts, dass er den Fernseher ausmacht? Kein Fernseher, nee. Was ist denn so besonders am Fairmont Impress Hotel? Das ist nämlich die Frage. Nee, oder? Fairmont Impress. Hat er unfair impressed vielleicht und deswegen ein Hausverbot bekommen? Nein. Vielleicht. Ja. Gab es in dem Hotel nicht sein, na, weiß ich nicht, keine Ahnung. Gibt halt so viele Möglichkeiten, warum man Hausverbot in einem Hotel bekommen könnte. Zählt doch einfach mal ein paar auf, dir. Nick Burchill in den Flur gekackt. Sachen kaputt gemacht, war zu laut, andere Gäste belästigt. Hat Nick Burchill Tiere mit ins Hotel geschmuggelt? Also bisher haben die ganzen Sachen, die ihr aufgezählt habt, alle was damit zu tun, warum er rausgeflogen ist. Lol. Okay, der hat eine absolut dicke Orgie gefeiert in diesem Hotel mit Menschen und Tieren. Und das haben die dann mitbekommen. Und dann ist ein Hotelangestellter ins Zimmer gegangen. Der sollte dann erst auch noch mitmachen, bis er dann von seinen Kollegen irgendwann gerettet wurde, weil er einen Hilferuf abgesendet hat über den Balkon im Zimmer. Und dann hat er für immer Hausverbot bekommen. Die Leute nannten ihn damals auch Fick Burchill.
Ja. Es hat Lumi, was hast du mit dem, auch was mit dem Balkon zu tun. Das sind sehr viele Sachen. Was hast du alles gesagt, Lumi? In den Flur gekackt? Ja. Der hat ein Musikvideo in dem Hotel gedreht, ohne vorher das Hotel um Erlaubnis zu fragen. Dann haben die das komplett auseinandergenommen. Dabei. Ja. Also der hat so ganz viele Leute eingeladen zu so einer Party. Oder der hat so eine Party im Hotel öffentlich auf Facebook gepostet und hat vergessen, die auf privat zu stellen. Dann sind da 1000 Leute hin und haben einfach das komplette Hotelzimmer und den Flur und was nicht alles zerlegt. Und hat ihm das Hotelhausverbot gegeben. Nö. Hat er das Klo verstopft? Nö. Da müsste ich aber schon oft Hausverbot in Hotels bekommen. Nee, hat er in den Flur gekackt, Les. Stimmt, ja. Hat er den Flur verstopft. Also ist aber es ist irgendwas mit Kot. Es ist Kot dabei. Es ist der Balkon dabei. Es ist Belästigung von anderen Leuten dabei. Es er hat vom Balkon gekackt. Warum? Auf die Straße. Weil die die haben das Spiel gespielt, hier, wenn ich du wäre. Und dann hat sein Kumpel, mit dem er auf diesem Hotel war, mit dem er auf dem Ausflug war, gesagt, wenn ich du wäre, würde ich jetzt vom Balkon auf die Straße kacken. Und dann hat Nick sich nicht lumpen lassen, hat gesagt, mach ich. Nee. Und dabei hat er den Hund der Hotelerbin getroffen und hat dem Hund dabei auf den Kopf gekackt. Und dann hat die Hotelerbin gesagt, Alter, schmeiß den raus. Weil Tiere auch eine Rolle gespielt haben. Weil Tiere nämlich auch eine Rolle gespielt haben, ja. Stimmt, das stimmt. Wann kam denn der erste Hangover-Film raus? Ist der vielleicht, ist Hangover vielleicht inspiriert gewesen von Nick Burchill? Hatte da auch so seinen Junggesellenabschied gefeiert und dann ist das so komplett eskaliert und er ist verloren gegangen und dann, aber es lief halt auf seinen Namen und dann hat er Hausverbot bekommen und dann ist er aufgewacht und da waren Tiger und Hühnchen und das Gesicht von seinem Freund war tätowiert und irgendwem hat einen Zahn gefehlt. Ja, verloren und da war ein Baby plötzlich. Ja. Eigentlich war Nick Burchill nur ein ganz entspannter Typ. Also mit hatte einer Vorliebe für Salami. Salami? Mhm. Du willst einen Tipp geben gerade, aber das hilft nicht. Ist Nick Burchill ein Pornodarsteller? Nein. Okay. Naja, es ist ein Typ, ganz normaler, entspannter Typ mit einer Vorliebe für Salami. Der war in Vancouver, war irgend so eine Salami-Messe oder so eine Fleischwurst-Messe oder so, deswegen ist er da hingefahren und dann hat er sich in diesem Fairmont Impress Hotel eingedingst. Mhm. Und dann hat er erstmal die ganze Salami vom Frühstücksbuffet geklaut, weil er super besoffen von irgendeiner Party morgens ins Hotel gestolpert ist. Und hat die gegessen. Das war erstmal schon problematisch so, ne? Ja. Und dann hat er von dieser Salami halt extrem Durchfall bekommen. Und weil er es nicht zur Toilette geschafft hat, weil das Zimmer so groß war, musste er vom Balkon kacken. Und da war noch irgendwo ein Hund. Oder eine Katze. Und da war auch ein Hund. Irgendwo waren Tiere. Und ein Hund war da. Und irgendwo war noch ein Tier. Also bisher habt ihr eine sehr falsche Vorstellung von dem Fairmont Empress Hotel und auch von Nick Burchill. Weil Nick Burchill ist ein friedliebender Kerl, der mag Spaziergänge, Salamiwürste, wie alle anderen Menschen auch. Okay, ja. Das Fairmont Empress Hotel ist ein Hotel, wo man so richtig crazy Stuff macht. Und alle anderen haben sich einfach total krass benommen und er war halt viel zu normal für das Hotel. Und dann haben die gesagt, yo, sorry, das wird ist zu nix. Wenig, Nick. Das ist nicht es genug. Nicht, Mr. Burchill. Du warst so normal und enttäuschend, Nick, du darfst nie wiederkommen. Aber der hat da, pass auf, der hat da gar nicht übernachtet, ne? Sondern? Da in diesem Fairmont Empress Hotel wurde halt irgendwas abgehalten. Das war irgendeine, weiß ich nicht, da hat irgendwas stattgefunden, eine Salamimesse oder sowas. In diesem Hotel. Und er war gar kein normaler Gast. Sondern er war da halt, um sich irgendwas anzugucken. Salami zum Beispiel. Richtig? Falsch. Er war normaler Gast. Ja. Aber warum hatte er eine Vorliebe für Salami? Er war spazieren, weil er mag Spaziergänge. Und er hat vergessen, sein Zimmer abzuschließen. Oh. Und dann ist da was passiert. Und weil das Zimmer auf seinem Namen lief, hat er Hausverbot bekommen. Und was ist da passiert? Irgendwas mit Tieren. Richtig. Irgendjemand hat vom Balkon gekackt. Er hat das Fenster nicht zugemacht und ist auf den Spaziergang gegangen und er ist großer Salami-Fan und hatte so übel viel Salami in seinem Zimmer und das haben irgendwelche Vögel natürlich mitbekommen und dann war sein komplettes Zimmer voll mit Vögeln, mit irgendwelchen Möwen oder so
Und die haben dieses komplette Zimmer vollgekackt. Oh mein Gott. Das waren einfach Ameisen. Er hat seine Salami dort liegen lassen und dann sind da Ameisen ins Hotel gekommen und es ist strengstens verboten, auf dem Zimmer zu essen und deswegen hat er Hausverbot bekommen. Was ist dann passiert? Er hat Hausverbot bekommen. Naja, also es gab dann halt so Insekten im Hotel und es war auf ihn zurückzuführen und dann gab es eine Plage und dann haben die ihm halt die Schuld dafür gegeben, weil er sich nicht an die Regeln gehalten hat und im Hotel gegessen hat. Und er hat sich eine Salami-Pizza bestellt, deswegen. Illegal hat er die ins Hotel geschleust. Hier ist ganz viel Krach auf dem Hotelzimmer, Tür aufgemacht, dann sind die ganzen Vögel natürlich einfach ins Hotel rein. Ach ja, das und dann war das eine riesengroße Problematik, weil dann auch in diesem kompletten Flur waren überall diese Vögel und die haben alles zugeschissen, dieses komplette Hotel. Ja, und es war ein riesen Aufruhr und seitdem sagen die im Fairmont Impress Hotel Nick Burchill, auf gar keinen Fall. Aber das ist ja schon eine sehr wilde Story, ne? Also ja, wild genug für dieses Format passiert. Auf jeden Fall. Die klingt schon weit hergeholt, wenn ihr das so erzählt. Gar nicht. Aber ihr habt auch vergessen, sowas einzubinden wie andere Hotelgäste zu belästigen oder irgendwie Technik, die kaputt ist oder so. Ja, waren auch alles die Vögel. Die Vögel haben alles kaputt gemacht. Waren das die Vögel, ja? Oder irgendwelche anderen Tiere, Affen. Was gibt's denn noch in Vancouver? Elche sind eingebrochen. Und Trash Pandas. Okay. Ja, was haben die gemacht? Hotelgäste angegriffen. Geklaut. Gekratzt. Ihr seid bei dieser fantastischen Geschichte schon so unfassbar nah dran. Also, der ist auf einen Spaziergang gegangen. So, richtig. Der hatte die ganze Salami in seinem Zimmer. Genau. Hatte das Fenster aufgelassen. Wie das Nick Burchill immer macht. Oder die Balkontür oder whatever. So kennt man ihn. So, dann sind da auf jeden Fall die ganzen Vögel und vielleicht auch ein Bär und andere große Tiere vielleicht reingekommen. Ja, ein Grizzly. In Kanada gibt es Grizzlybären. Zum Beispiel. Und der hat dann vielleicht die Tür irgendwie auch kaputt gekriegt. Ich weiß ja nicht, wie gut das Hotel... Die können gut klettern. Das auch. Der ist so einen Baum hochgeklettert und dann durchs Fenster gekommen. Das wäre eine Möglichkeit. Und ja, ich meine, das ist ja einfach schon Belästigung, wenn du weißt, neben dir ist ein fucking Grizzlybär im Zimmer, oder? True. Ach so, und dann kam der wieder. Und dann hat er sich gedacht, Alter, ich lasse den Bären jetzt in meinem Zimmer und hol mir noch das Hotelpersonal. Nein, keine Ahnung. Nein, er hat die Tür aufgemacht, hat gesehen, fuck, da steht ein Bär und dann ist er weggelaufen, weil du bleibst ja nicht stehen, wenn da ein Bär ist und dann ist er losgerannt. Und dann hat der Bär ist im Hotel gewütet. Ich hab das Gefühl, dass es kein Bär ist. Ja, der Waschbär. Okay, Waschbär, ja. Oder der Elch. Vielleicht ist ein Waschbär. Okay. Ich glaube, ich löse halt so. Ja. Weil die Story ist schon sehr unbelievable. Aber ihr habt vollkommen recht. Also ihr seid gut drauf gekommen, dass Nick Burchill Salamis liebt. Weswegen er die mitgebracht hat. Ja, wow. Da aber das Fairmont Empress Hotel gar nicht so fancy ist, wie man sich bei dem Namen vielleicht vorstellt, gab es in seinem Zimmer keinen Kühlschrank. Also hat er die Salami-Würste auf die offene Fensterbank gelegt. Dann ging er spazieren, weil Nick Burchill liebt seine Spaziergänge. Und als er wieder kam, belagerten ungefähr 40 Möwen sein Zimmer. Die alles voller Federn, Vogelkot und Salamiresten hinterlassen haben. Und weil Nick Burchill halt einfach nur mal ein entspannter Typ ist und nicht weiß, wie er mit so einer Situation umgehen soll, hat er versucht, die zu vertreiben, indem er mit seinem Schuh nach denen geworfen hat. Der traf allerdings einen Touristen außerhalb des Hotels. Als er seinen Schuh dann mit einem Föhn trocknen wollte, fiel dieser Föhn ins Waschbecken und verursachte einen Stromausfall im gesamten Hotel. Woraufhin Nick Burchill eine sehr wilde Story zu erzählen hatte, aber auch für immer aus diesem Hotel verbannt wurde. LOL. Warum hat er seinen Schuh trocknen wollen? Das war ja ein Montag bei dem. Ja, weil er ihn rausgeschmissen hat und das ist wahrscheinlich. Ist er dann rausgegangen, hat den eingesammelt und ist dann wieder rein? Im Schnee. Ja. So im Schnee. Jo, Kanada. Ja, okay, Vancouver. Okay, I get it. I see it. Tsunami, krasse Story. Es war kein Grizzly. Kompletter Montag bei ihm gewesen einfach. Da geht ja alles schief. Ja, da ist wirklich alles schief gegangen. Oder Freitag der 13., man weiß es nicht. Ich habe leider kein Datum für euch. So in Kanada machst du im Hotel so fünfter Stock, so das Fenster auf, da kommt so ein Grizzly. So einfach die Wand hochgeklettert. Ich riech Salami. Hätte ja sein können. Aber ihr seid gut auf den Anfang der Story gekommen. Tourismus in Kanada nach der Folge komplett noch in so aller Angst vom Grizzlybär im Hotelzimmer. Mann, Bär wäre viel cooler gewesen als blöde Möwen. Naja. True. Naja, kommen wir wieder von dem kalten Vancouver zurück in jede Region auf der Welt.
Ist heute irgendwie so eine Würstchenfolge eigentlich? So mit der Bockwurst und der Salami. Franzi, weißt du, worum es in der nächsten Folge geht? Aha, oder in der nächsten Frage geht. National Wurst Day. Ja. Die nächste Frage ist, wie lautet die nächste Frage, Lumendi? Wie viele Würste passen in Barts Rachen? Oh, da sind einige. Okay. Machen wir schnell weiter mit der nächsten Frage. Was war das Besondere an Getränkeautomaten, die von der Coca-Cola Company Anfang der 90er Jahre getestet wurden? Die hatten auch Würstchen im Automaten. Die hatten auch Würstchen im Automaten. Nee, aber ich Hey, das waren noch Hotdog-Automaten. Da konnte man sich auch einen Hotdog rausziehen. Das Besondere an Getränkeautomaten. Coca-Cola Company von den 90er Jahren. Das wurde. Hör auf zu trinken und sag mir, ob es stimmt. Kamen da Dosen oder Flaschen raus? I need answers. Es kamen keine Zigaretten raus. Und auch keine Würstchen. Ja, aber Dosen oder Flaschen? Es kam Cola raus. Es kam Cola raus. Ja, aber Dosen oder Flaschen? Dosen. Okay. Ist das wichtig? Nee, ne, wahrscheinlich nicht. Richtig. Okay. Gut, wie du es selber immer schon bemerkst, während du es fragst. Du verstehst es so langsam. Also die wurden nur getestet, aber die wurden nicht wirklich auch benutzt. Naja, du musst die benutzen, um sie zu testen, ne? Ja, ja, aber ich meine, die waren jetzt nicht für den öffentlichen... für die Öffentlichkeit freigegeben, die Automaten, weil die haben schon ja nur... probiert, wie die ankamen und so. Ach so, okay, okay. Vielleicht musste man kein Geld einwerfen, sondern irgendwie anders. Irgendwas anderes machen, so ein Rätsel lösen oder sowas, um an die Cola zu kommen. Eine Runde Escape Room Simulator. Für die Cola. So eine Runde Sudoku an so einem... Die hatten keine Touchpads. Man musste einen bestimmten Code eingeben. Matheaufgaben lösen, oh Gott, um an die Cola zu kommen. Hm? Warum? Das war einfach eine Marketingaktion. Und dafür haben die komplett neue Automaten angefertigt. Ja, ist ja. Nein. Ist ja witzig dann. Das stimmt. Das ist schon witzig. Es waren tatsächlich keine Getränkeautomaten, sondern. Getränke, Trinkbrunnen quasi, aus denen Cola kam. Oh. Und gesagt, okay, der Kollege hier, der trinkt vielleicht 0,4 Liter Cola und der Kollege hier will aber nur 0,2. Wie lösen wir das? Und dann haben gesagt, wir machen so die Menge an Cola, die rauskommt, komplett flexibel. Ne? Jetzt einfach deinen Kopf runter, Cola kommt in deinen Mund und dann steht am Ende da, wie viel du zahlen musst. Es ist tatsächlich einfach ein Cola-Trinkbrunnen gewesen. Ja, das Problem ist, dass das so eine Sauerei war, dass das einfach alles nicht funktioniert hat. Und man will ja nicht so viel Cola auf einmal trinken. Man will ja so immer mal wieder einen Schluck, ansonsten muss man ja die ganze Zeit rülpsen. Sprich, das hat leider nicht funktioniert, aber der Cola-Trinkbrunnen wurde Anfang der 90er Jahre getestet und ist durchgefallen. Ja. Richtig, denn Cola-Trinkbrunnen ist auch instant die Kohlensäure raus. Wenn die immer wieder rein und dann raus und so. Unhygienisch. Trinkbrunnen einfach generell keine gute Idee mehr. Ja, ja. Aber es gibt doch diese Fountain-Automaten, wo man halt so drückt, wie viel Cola man haben will. Vielleicht war das quasi so das die Geburtsstunde dieser Automaten. Weil in Amerika ist das ja gang und gäbe, dass du dir bei McDonald's und den ganzen Fastfood-Läden einfach selber Cola zapfen kannst. Das stimmt. Auch in Deutschland, in manchen Kinos gibt es das auch. Richtig. Vielleicht war das dann so der Anfang quasi, wo man das halt getestet hat. Wo man so einen Knopf drückt. Na gut. Die haben ja, also früher war ja wirklich Koks in Cola. Also ein geringer Anteil. Und dann haben die ja irgendwann dann das Koks rausgenommen und halt die Rezeptur geändert. Und bevor die aber jetzt alle Cola-Automaten leerräumen quasi und neu auffüllen, wussten die ja nicht, wie kommt die neue Rezeptur an. Deswegen haben die einfach neue Cola-Automaten getestet mit der neuen Cola, mit der veränderten Rezeptur und haben quasi die Verkaufszahlen verglichen. Nö. Schade. Ich will noch mal ganz kurz zu dieser Aufgabenlöse-Geschichte zurückkehren. Ja. Vielleicht muss man das machen, weil es gab damals so, dass abused wurde. Da waren so Leute, die hatten so eine Münze mit einem Faden dran und haben das einmal reingeschmissen und dann eine Cola umsonst rausgezogen. Und damit das nicht mehr gemacht werden kann, musste man auch noch eine Rechenaufgabe lösen.
Hätten wir die Frage dann hier, dass es getestet wurde, wäre das dann nicht auch in Produktion gegangen? Hätte man das nicht häufiger gemacht? Nein, weil alle zu dumm waren, die Matheaufgaben zu lösen, und haben die gar nichts mehr verkauft. Richtig. Was? Dann wären die pleite gegangen. Ja. Also war jetzt richtig, oder? Nö. Okay. Pass auf. Coca-Cola Company, die waren zu der Zeit stinksauer immer noch, weil die einfach kein Kokain mehr in ihre Cola reinmachen durften. Haben gesagt, okay, wie vergraulen wir jetzt die Leute auf eine andere Art und Weise? Und dann sind die auf die perfekte Idee gekommen, ihre Getränkeautomaten einfach mit einem Glücksspielautomaten zu koppeln. Und dann haben die so Book of Ra-mäßig einfach ein Spielomat aus ihrem Getränkeautomat gemacht. Sprich, wenn du eine Cola ziehen wolltest, dann musstest du halt so... Dann musstest du fünfmal irgendwie die Dose treffen. Ansonsten kam da einfach nichts raus. Manchmal hast du Glück gehabt und hast halt irgendwie 1,5 Liter Flasche gezogen. Aber meistens gar nichts. Maximal so ein Freispiel oder so. Ja. So ein Freispiel. Manchmal so diese 0,3. Ja, und manchmal hast du nur diese 0,3er Flaschen gekriegt, wo man so trinkt und dann ist die leer, gerade wenn man anfängt, so richtig Bock auf die Cola zu kriegen, weißt du? Ja. Ja. Das würde ja auch einiges an Profit für Coca-Cola bedeuten. Ja. Und darum geht es denen tatsächlich bei der Lösung für diese Frage. Ja. Um Profit. Richtig. Aber es hat nichts mit Glücksspiel zu tun. Schade. Ich hätte jetzt. Hat sich da immer was verändert. Ich hätte jetzt gesagt, dass es irgendwie. Weil Kinder ja eigentlich keine Cola trinken dürfen und an so einem Automaten kannst du einfach so eine Cola ziehen. Mhm. Und dann haben die Eltern sich irgendwann beschwert und deswegen gab es irgendwelche Aufgaben, die du lösen musstest. Aber dann würde der Profit ja sinken, deswegen macht es eigentlich keinen Sinn. Also ich sage das jetzt einmal ganz klar und deutlich. Es hat nichts mit Aufgaben zu tun, auch wenn ich die Idee von Lumi sehr schön fand. Das war ein Automat, da hast du draufgeklickt und hast deine Cola bekommen. Aber was war an diesem Automat special? Wie hat man versucht, da noch mehr Geld rauszukriegen als Company? Indem man kleine Giveaways mit jeder Cola mitgegeben hat. Waren die schon so advanced, dass die in den 90ern... Jede zehnte Cola hat einen Gewinncode drauf und dann gewinnst du noch eine Cola. Wenn du die Munde Cola kriegst. Ja, genau, du machst sie auf und dann ist das. Erzeugt das Profit. Das war schon ein bisschen dreist, was sie gemacht haben. Deswegen ja, wieso das goldene Ticket bei Willy Wonka halt? Aber da machen die keinen Profit mit. Doch klar, wenn du halt sagst, jo, jede Cola hat die Chance auf einen krassen Gewinn und dann kaufen die Leute ja übel viel Cola, weil jeder halt diesen Gewinn haben will. Okay, wann kaufen Leute noch übel viel Cola? Wenn sie durstig sind. Pass auf, Coca-Cola hat gesagt, dass die Produktion von Cola eingestellt wird, weil, rentiert sich irgendwie nicht mehr oder keine Ahnung. Und deswegen haben die dann gesagt, wir schieben jetzt quasi unseren ganzen letzten Bestand raus, haben dafür nochmal extra neue Automaten anfertigen lassen, um den quasi direkt rauszukriegen. Und weil die Leute dann gesagt haben, scheiße, ich trinke aber so gerne meine Cola, sind die halt zu diesen Automaten gestürmt, die überall verteilt waren plötzlich, um sich ihre letzte Cola noch zu besorgen. Eine gute Marketingkampagne. Und in diesen... haben sie halt so viel Profit gemacht, dass sie sagen konnten, naja, jetzt haben wir wieder so viel Profit gemacht, jetzt müssen wir die Produktion doch nicht mehr einstellen. Vielleicht saß in diesen Getränkeautomaten so ein kleiner Kredithai drin, der man Geld geliehen hat, kein Geld für Cola hatten. Okay, ja, auch eine Option. Ich weiß noch was. Es hat sich verändert, je nachdem wie die Außentemperatur war. Je höher die Außentemperatur war, umso teurer wurde der Preis für die Cola, weil je wärmer es wird, umso mehr Durst kriegst du, weil du mehr schwitzt. Und dann haben die Preise sich automatisch angepasst bei den Cola-Automaten. Das finde ich gut. Findest du es auch gut, Franzi? Ja, es ist gut. Ich finde das auch gut. Ich würde sagen, wir nehmen das so. Ja! Coca-Cola hat nämlich in der Tat Automaten getestet, die bei steigenden Temperaturen die Preise automatisch angehoben haben. Weil bei Hitze natürlich die Menschen mehr Durst haben, ne, waren die dann auch bereit, mehr zu zahlen. Krass. Super Idee! Coca-Cola. Spitze toll gemacht. Den Profit schlagen aus den Grundbedürfnissen der Menschen. Ja. Dankeschön. Ja, Cola ist jetzt vielleicht aber auch kein Grundbedürfnis. Ja, aber Getränke ist ja nicht. Richtig. Ja, ich glaube, die hatte da nicht so viel mit zu tun in den 90er Jahren. Aber weiß man nicht. Stimmt, man kann ja nie wissen. Ne? Und ich glaube auch, die nächste Antwort auf die nächste Frage könnt ihr eigentlich gar nicht wissen, aber ihr werdet sie trotzdem rausfinden, weil ihr einfach smart seid. Ja. Die nächste Frage lautet, warum hat Uruguay 4 Sterne auf dem Fußballtrikot, obwohl sie nur 2-mal gewonnen haben?
Wisst ihr, wie das mit den Sternen funktioniert? Ja, ja, wenn du die Weltmeisterschaft gewinnst, dann kriegst du ein Sternchen. Mhm. Ja. Uruguay, es gab damals Alt-Uruguay und Neu-Uruguay und es war wie Ost- und Westdeutschland und irgendwann ist die Mauer gefallen, das hat sich vereint und dann haben die gesagt, okay, zählt jetzt doppelt. Nö. Oh. Schade. Das wäre einfach gewesen. Zählt ja, also kann ja auch nicht doppelt zählen. Ja, ja doch, weil Alt-Uruguay und Neu-Uruguay, also... Also hat Alt-Uruguay zweimal gewonnen und Neu-Uruguay auch. Und dann haben die sich zusammengetan, dann haben die vier. Aber dann hätten die auch viermal gewonnen. Das funktioniert. Nee, das war so... Also guck mal, als Deutschland in Ost und West aufgeteilt war, hätte Deutschland damals die WM gewonnen. Ja. Dann hätte das einmal gezählt. Ja. Aber Ostdeutschland hat ja dann einmal gewonnen und Westdeutschland hat dann einmal gewonnen. Ach so, weil die aus beiden Teilen kamen. Ja, genau. Und dann, wenn man da so das so auflöst und so fusioniert. Weil du beide Teile dann fusionierst, du addierst die Sterne praktisch. Ja. Ja. Nee. Aber nicht der Versuch. Ich habe es auf jeden Fall mathematisch nachvollziehen können. Die haben zwei Ehrensterne bekommen vom DFB. Oh. Ah ne, DFB ist das ja gar nicht, der Deutsche Fußballbund, ne? FIFA? Von der FIFA. FIFA, ja. Weil da, also der eine Ehrenstern war, weil die Spieler was ganz, ganz Tolles gemacht haben. Bei irgendeiner WM haben die irgendwie, waren die so richtig sozial und keine Ahnung und haben irgendwelchen Menschen geholfen und deswegen hat dann die FIFA gesagt, wir Commander Brückmann, der erste seines Namen, Dankeschön für deinen Raid, willkommen zu Genial daneben. Wir müssen gerade rausfinden, warum Uruguay 4 Sterne auf dem Trikot hat, obwohl sie nur zweimal gewonnen haben. Ich darf nicht auf den Chat gucken, aber es freut mich, dass ihr hier seid. Ich hoffe, Brück hatte die besten League Games seines Lebens. Gefunden, dass irgendwie der Gegner im Finale gecheatet hat und sich gebrokt hat und deswegen haben sie dann den Stern bekommen und ihnen wurde danach halt das Spiel als Win angerechnet und deswegen haben sie dann den dritten Stern bekommen. Obwohl es nicht offiziell, also nicht richtig gewonnen wurde. Weil sie das Spiel nicht gewonnen haben, aber sie haben den Titel. Sie haben das Spiel nicht gewonnen, aber den Titel dann, ja. Mhm. Und den Ehrenstern. Und den Ehrenstern. Was genau haben sie für den Ehrenstern gemacht? Ja, halt, die kriegen ja Geld, die Spieler. Und, oh, genau, okay, pass auf, ich hab's. Also, der erste Stern war halt, weil die, weil halt jemand gecheatet hat, so im Finale, und deswegen haben die halt diesen Stern dann nachher bekommen. Und dann hat sich Uruguay gedacht, okay, voll geil, wir haben diesen Stern bekommen, unsere Spieler kriegen jetzt mehr Geld, und die Spieler dachten sich, wir spenden jetzt das ganze Geld an eine Organisation für Kinder oder so, und dann haben sie noch einen Ehrenstern bekommen. Finde ich solide, finde ich gerechtfertigt. Gute Nudelstern. Ja. Mhm. Trotzdem falsch. Uruguay hat einfach gesagt, ey, wir wurden zweimal im Finale einer Weltmeisterschaft so hart beschissen, dass wir für uns jetzt einfach beschließen, dass wir das einfach nie verloren haben, sondern in Wirklichkeit gewonnen haben. Denial. Und wir diesen Stern eigentlich rechtmäßig haben sollten. Beim Weißer zum Beispiel, dass im Endspiel Argentinien gegen Uruguay, Diego Maradona hat einfach den Ball mit seiner Hand ins Tor geschossen oder geworfen. Das war natürlich Uruguay, die da auf der anderen Seite des Rasens standen und dem gesagt, es kann nicht sein, dass das niemand gesehen hat. Wo ist unser Videobeweis? Dann haben wir gesagt, ey, wenn die FIFA nicht aufpasst und Blatter sich die Millionen einsteckt, das Schmiergeld, dann machen wir uns jetzt einfach einen Stern aufs Trikot. Ja, gesagt, ey, nö. Darfst du denn einfach so einen Stern drauf machen, wenn du nicht gewonnen hast? Ja. 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 Uruguay darf das. Und das liegt daran, dass sie beim Sieg betrogen worden sind und gesagt haben, okay, wir erkennen das nicht an und wir behalten die Sterne einfach. Ja. Das ist das, was Wes gesagt hat, ist aber falsch. Aber, man darf aber trotzdem einfach Info geben kann, ist, dass 1924 und 28 sie sich die Sterne verdient haben, um die es geht. 1924 und 28. Mhm. Das ist ja schon echt eine Weile her, ne? Ja, überhaupt kein Fußballspieler, ey. Aber du kennst doch hier 54, 74, 90, 2010. Ja, klar.
Das ist doch deine Musik, Franzi. Ja, dann hat er, weiß ich nicht, nach dem Ersten Weltkrieg hat einfach keiner Bock auf Fußball gehabt, so. Und Uruguay hat in der FIFA-Weltmeisterschaft einfach gegen Uruguay gespielt, so. Das war einfach, Weltmeisterschaft war Uruguay gegen Uruguay, weil sonst niemand spielen wollte. Wir haben gesagt, ey, perfekt, wir haben jetzt zweimal in Folge gewonnen, gegen uns selber. Zwei Sterne, perfekt. Ja. Zählt mal die Jahre zurück. Damals gab es eigentlich noch gar keine richtige WM. Also es wurde damals noch nicht WM genannt. Sie haben damals aber quasi schon international gewonnen und später wurde das dann einfach zusätzlich dazu addiert, als es offiziell WM hieß. Weil die erste WM, weiß man ja, hat 1900 später stattgefunden. Als 28. Ich wurde gerade von Brücke geradet und deswegen gebe ich denen jetzt einen E-Sport-Vergleich. Das ist ungefähr so, wenn Fnatic sagt, wir haben die Weltmeisterschaft in League of Legends gewonnen. Das macht Uruguay quasi mit ihrem Stern. Da hat einfach sonst niemand mitgespielt. So. Korea war gar nicht am Start quasi. Tatsächlich? Und deswegen zählen denen halt viele Leute nicht. Tatsächlich haben ganz viele Leute mitgespielt. Und tatsächlich war es, wie Lumi gesagt hat, nicht die WM. Das war das Super Duper International Fußball Invitational, was später dann einfach WM genannt wurde. Was gibt's denn sonst noch für große Events? Americanos, weiß ich nicht. Den Super Bowl, aber in Fußball. In Super Bowl. Die zählen richtig. Einfach alle. Aber halt in Fußball, ne? Also Super Bowl ist das Sport weiß, zusammen. Ich weiß, das Super Bowl ist Football, aber. Aber Football bedeutet ja auch Fußball, deswegen. Richtig. Damals war die Übersetzung noch nicht so eindeutig, man hat beide Events abgehalten. Ja, es gibt doch noch irgendeine Amerika League oder so, oder? Wie heißen die? Keine Ahnung. Denk mal an 1900, hast du nicht gesehen. Ganz, ganz früh, ne? Schon lange her. Das ist ein Event, was es schon super lange gibt. Ich bin dabei Fußball. Olympia. Olympia. Die haben Olympia gewonnen zweimal. In den Olympischen Spielen haben die Fußball gewonnen und dann wurde er später als WM-Sieg gezählt. Und warum haben die dann trotzdem 4 Sterne, wo sie nur 2 haben dürfen? Ja, weil sie zweimal richtig WM gewonnen haben und zweimal halt bei Olympia. Ich sage, lass nur so gelten, oder Leute? Naja. Das ist ja smart. Ja. Weil, und ich erkläre euch das einmal, das ist nämlich eine ganz verzwickte Option. Sie haben bei Olympia zweimal gewonnen. Was erstmal krass ist, ne? Hut ab. Und auch anerkannt wurde als offizielle Weltmeisterschaft für eine sehr lange Zeit. Mhm. 2010 hat FIFA dann aber gesagt, okay, das zählt doch nicht mehr als offizielle Weltmeisterschaft. Das heißt, eigentlich dürften sie nur 2 haben. Uruguay hat dann aber gesagt, wow, die 4 Sterne zählen zu unserem Logo und das können wir jetzt nicht mehr ändern. Und dann hat FIFA gesagt, ja gut, habt ihr recht, das ist ja Logo, das ist ja euer Trademark-Ding. Hä, aber warum hatten die dann 4, wenn die insgesamt nur 2-mal gewonnen haben? Also weil zweimal gewonnen und 2-mal Olympia. Die haben 2-mal die normale Weltmeisterschaft gewonnen. Ach so, okay, ja. Und also haben sie wirklich Olympia. Okay. Also wollten sie nur die 2 von Olympia aberkennen und dann haben sie gesagt, okay. Richtig. Aber okay. Uruguay einfach smart. Hat es ins Logo eingebaut, Trademark, und dann ging das nicht mehr. Sorry, haben wir jetzt dem Designer so viel Geld gegeben, ne? Ja, gut. Das geht jetzt halt nicht mehr. Das können wir jetzt nicht nochmal. Ich glaube, für einige Leute war das tatsächlich schwer nachzuvollziehen. So, heutzutage hätte es wahrscheinlich einen Skandal gegeben, aber Uruguay hat es einfach sehr, sehr smart gelöst. Und wisst ihr, wo es noch einen Skandal gab? Den gab es tatsächlich. Genau, in Vancouver 2008. Richtig. Ja. Mit Nicholson Birchwood. Ich hab den Namen schon gehört. Mit dem Salami-Liebhaber. Nick Birchwood. Richtig. Der Skandal, um den es geht, das könnt ihr mir erzählen, was es für einer ist. Denn der Skandal sorgte 1983 für die Neuweihe der Willibaldkirche in Jesewang im Kreis Fürstenfeldbruck. Oh, nicht wieder eine Kirche, ey. Was? Warte, welches Skandal? Neuweihe. Ich muss kurz meinen inneren Bayern channeln. Ja. Was heißt denn Neuweihe? Aber wir sind ja hier in Bayern, ne? Naja, Neuweihe heißt, dass die Kirche neu geweiht wurde. Eine Kirche wird ja immer geweiht. Was heißt denn geweiht? Bodens. Heißt das so ausgeräuchert oder was? Die nehmen so die Hörner von so einem Hirsch und stecken die vorne an die Tür. Und dann ist die geweiht. Alter Bart. Nee, die haben so einen kleinen, hier so ein Zweig mit so ein paar Blättern dran und dann gehen die ins Weihwasser und weihen halt die Kirche ein. Ja, genau. Das ist Weihwasser einfach. Ja. Also sie glänzen es quasi von. Genau. So bösen Energien und sagen so, wenn man schon in Fürstenfeldbruck wohnt, also dann muss man auf jeden Fall crazy sein. True. Jesenwang auch. Für die 1000 Monate, yep. Okay. Listen up.
Damals ja. gab es eine Frau, die sich von ihrem Mann trennen wollte, weil der kein guter Ehemann war. Und die wurde dann als Hexe bezeichnet, wie das 1983 halt so war. Und das war die Kirche, in der sie getauft wurde. Und deswegen wurde das dann so als die unheilige Kirche bezeichnet. Und deswegen musste die dann neu geweiht werden. Warte. Also da muss ja etwas sehr Unchristliches drin passiert sein, damit die neu geweiht wurde. Richtig. Irgendwas mit Tieren und Kacken, oder? Die muss ja entweiht worden sein, nicht direkt ja. Tiere und Kacken. Okay. 1983. In den 80ern. Waren die Leute noch sehr locker, was den Konsum von Drogen angeht. Und haben da drin einen krassen Rave veranstaltet. Und Sachen konsumiert und sehr unchristliche Dinge getan in der Kirche. Und dann war die Kirche damit entweiht und musste danach neu geweiht werden. Nach diesem Wochenende. Hätte ich jetzt auch im Kopf gehabt, ja. Es hat schon was mit Musik zu tun, ja. Es gab da drin ein Rockkonzert. Ja. Nicht ganz. Ein Metal-Konzert. Sehr christliches Rockkonzert. Die haben jemanden eingeladen, der so eigentlich dafür bekannt ist, so richtig ruhige Musik zu machen und so Kirchenlieder zu singen und so. Und ja, das Problem war nur, dass der irgendwie einen Tag vorher dann abgesagt hat und es war so eine riesen Messe, die anstand, so eine richtig große, so kurz vor Weihnachten. Und da mussten die halt auf Krampf jemanden Neuen suchen. Und dann haben die sich halt, da war halt noch so ein Typ, der halt so Weihnachtskirchenmusik macht, aber in der neu, also so auf neu schon, so auf modern. Und der hat dann ganz schlimme Sachen gesungen und sehr schlimme Tänze gemacht und deswegen war dann die Kirche. Wer war das denn? Ja. Den Namen kennt ihr. Ernsthaft? Wie heißt der Sänger von Nirvana nochmal? 1983. Mhm. Dieter Bohlen. Nee. Ihr wart schon eben so bei so Metal und so. Achso. Ja, so war das ein, war das ein deutscher Künstler? Deutscher Künstler, ja. Ach, okay. Deutscher Künstler. Wer hat denn 1983 so Satanistenmusik gemacht? Also in den Augen der Kirche. Also ich gebe euch direkt nur bei, nee, ja, überlegt noch ein bisschen. Wolle Petri. Udo Lindenberg. Der Metalhead Wolfgang Petri. Der war es nicht. Da lege ich meine Hand ins Feuer. Der war es nicht. Ich würde auch sagen, also Franzi, die weiß Bescheid. So, wenn sich jemand mit der Musik auskennt, dann Franzi. Gab es da ein Rammstein-Konzert? Nee. Gab es da... Die Toten Hosen. Die Ärzte. Oh ja. Die Toten Hosen. Ja, die Toten Hosen. Also in der Kirche war Tote Hose, dann sind die da aufgetreten, dann war gar nicht mehr Tote Hose und danach musste die Kirche neu geweiht werden. Die sind nicht aufgetreten. Aber es wurde die Musik von den Toten Hosen dort gespielt. Zu dem die Toten Hosen, ja. Die waren so VIP-Special Guests, als die Kirche in Jesenwang eingeweiht wurde. Und da haben die immer so gesagt, ey, wir hier in Fürstenfeldbruck mit der Willibaldkirche ist alles special, weil die Toten Hosen haben unsere Kirche eingeweiht. Und dann haben die Toten Hosen einfach ein Lied gedroppt, war so richtig, ne, überhaupt nicht religiös. Ja, so das Gegenteil davon, haben die gesagt, ey, jetzt müssen wir es neu machen. Ich glaube, die hatten einen Auftritt in... Warte mal, Bart hat noch gar nicht gesagt, ob das falsch war. Es war falsch. Danke, Franzi. Ja, okay, gerne. Jetzt kannst du. Weil ich habe nämlich die richtige Antwort, pass auf. Ich glaube, die hatten einen Auftritt in Fürstenfeldbruck. Mhm. Kurt Cobain heißt er, oh mein Gott, okay. Und dann haben die da einen Auftritt gehabt und danach, nach diesem Auftritt, sind die noch mit ein paar Groupies feiern gegangen. Und dann sind die halt bei dieser Kirche gelandet und irgendwie hat die Tür aufgelassen. Und dann haben die da halt voll die Party gefeiert, so eine Afterparty und so eine Orgie auf der Orgel und so mit ihren Fans und so. Und als dann am Morgen der Pastor da reinkam, um da halt
sauber zu machen oder so. Dann hat er es gesehen und dann hat er, musste er sagen, ihr müsst jetzt, also jetzt irgendwie, das ist hier eigentlich der heiliger Pastor, Boden. So. Der Pastor, der kommt, um sauber zu machen. Ja, oder der kam halt, um seinen Gottesdienst vorzubereiten oder so und dann. Was machen, und ja. Was machen denn Bands, außer zu feiern und Konzerte zu geben? Hochzeiten. Bisschen schon häufiger. Drogen nehmen. Heiraten. Als wir zum Feiern, ne? Heiraten. Was machen Bands häufiger als Hochzeiten? Heiraten. Scheiße. Nee, sie machen Musik. Ja, genau. Und was machen sie noch so, außer mit der Musik auftreten? Proben. Ach so, die haben da so ihren Merch verkauft. Auch nicht, was machen die noch? Eine Boah, pass auf, die haben. Nee, die haben halt ein Album aufgenommen. Und dafür haben die eine Orgel gebraucht. Okay. Und da hat sich die Willibaldkirche, die haben gesagt, die wussten einfach nicht, mit wem die es da zu tun haben. Haben gesagt, jopp, ihr könnt gerne unsere Orgel benutzen, um euer neues Album aufzunehmen. Und okay. Waren halt so sehr naiv und haben gedacht, ja, das passt schon, das wird alles sehr, sehr gediegen sein so und dann sind wir auch bekannt mit der Willibaldkirche und da kommen bestimmt neue Leute so zu unserem Gottesdienst, vielleicht auch mal die jüngere Zielgruppe dann wieder zur Christmesse und dann haben die ihr Album aufgenommen und die Willibaldkirche, die war so, oh ja, jetzt erzählen wir allen, dass die ihr Album aufgenommen haben. Und dann haben die es das erste Mal gehört und waren so, oh mein Gott, wir wurden entweiht. Die Kirche wurde komplett entweiht. Und da kam dann irgendwie so, weiß ich nicht, Sex vor und Drogen und alles mögliche, ne, Rock'n'Roll. Und dann hat der Pfarrer gesagt, so, das müssen wir jetzt nochmal machen. So, hier ist, Gott ist hier nicht mehr in diesem Haus willkommen. Kennst du dich so ein bisschen mit dem Inhalt der Bibel aus? Ja, Leviticus, Deuteronomium. Genau, die haben eigentlich kein Problem mit Sex oder sowas. Naja. Also vor allen Dingen nicht im gesprochenen Wort. Ne? Wenn es an schlimmen Orten passiert oder so, dann vielleicht schon. Aber ist das schon, nicht so, ja. Kein Sex vor der Ehe und so? Was machen denn was machen Bands denn noch? Musikvideos. Richtig. Die hatten Sex in der Kirche. Was für ein Musikvideo war das? Für welchen Song? Ja, es war einfach nur ein sehr wildes Musikvideo, was sie da aufgenommen haben. Okay, was hat jemand gemacht in diesem Musikvideo, was die Kirche entweiht hat? Ein Blowjob. Nee. Hä, die haben halt Drogen genommen. Nee. Hardcore gefeiert. Was passiert, wenn du Hardcore feierst? Gekotzt. Oh. Jemand hat in die Kirche reingekotzt. In die Orgel. Wenn du richtig guten Magen hast und durchhältst und nicht kotzen musst, aber trotzdem viel trinkst. Durchfall. Was? Was ist noch? Hä, die haben halt randaliert in der Kirche. Nee, das war ein normaler Videodreh, aber eine Person hat was gemacht. Pinkeln. Richtig. Jemand ist einfach auf den Altar gepisst. No. Richtig. Langer Weg bis zu diesem Punkt. Aber ihr seid auf die Toten Hosen sehr schnell gekommen, was echt gut ist. Holy moly. Es war nämlich so, dass die Toten Hosen unser aller Lieblingssong Eisgekühlter Bommerlunder da aufgenommen haben. Oh, lol. Mhm. Song kennt ihr wahrscheinlich sogar. Ja. Und das Video zeigt unter anderem eine Punk-Hochzeit. Da hatte Dumi schon recht, ne? Mit heiraten und so. Und bei der soll eins der Bandmitglieder gegen die Kirchentür uriniert haben. Was der Pfarrer verständlicherweise als sehr entweihend empfunden hat. Und gesagt hat, jo, wir müssen die Kirche jetzt einmal neu weihen. Schon aber auch ein bisschen respektlos so. Wenn man sich so eine Kirche borgt und dann ja, gegenpinkelt, ist schon nicht so geil. Das stimmt. Ist schon hart. Wenn das wirklich passiert ist, dann ist das schwierig. Das ist also allgemein, egal welche Location du dir mietest und wenn du dann dagegen pinkelst, ist schon echt nicht so cool. Außer du mietest dir ein Urinal. Außer du mietest dir ein Urinal, ja. Dann, ja. 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 Ja, musst du halt einfach die richtige Location suchen. Ne? Das ist das Wichtige. Oder die richtige Agentur, die dir dann die richtige Location vermietet. Und ums Vermieten geht's auch in der nächsten Frage. Und zwar. Krasse Überleitung, Bart wieder. Legendär. Danke. Die Frage ist: Warum gibt es in der Schweiz Agenturen, die Meerschweinchen vermieten? Und das ist eine Antwort oder eine Frage, auf die man wirklich kommen könnte. Die fressen Unkraut. Das ist richtig. Frage beantwortet. Wir gehen zunächst. Nein. Nein. Das ist falsch. Manu. Die machen sehr viele Quietschgeräusche und die sind vor allem für Synchronstudios sehr wertvoll. Was synchronisieren die? Mehr Schweinchen. Ja, halt. So Quietschgeräusche für so Spiele und Filme. Kennst du Film Pets? Meerschweinchen. Ja. Da gibt's Meerschweinchen.
Die synchronisieren nichts tatsächlich. Vielleicht. Das ist ähnlich wie so die Beistellziege, dass man irgendwie so einen Hasen hat, aber man will keinen zweiten Hasen haben. Deswegen gibt es in der Schweiz Agenturen, die vermieten so Meerschweinchen, damit der Hase nicht so alleine ist. Oh ja. Nee, ne? Wenn so nee, Meerschweinchen falsch. Darf man nämlich nicht alleine halten. Oder muss man Meerschweinchen alleine halten? Naja, wenn so ein altes Meerschweinchen stirbt oder Meerschweinchen braucht wieder einen Partner, aber du willst ja nicht schon wieder eins holen, weil dann geht das ewig so weiter, dann mietest du dir ein Meerschweinchen und dann, sobald das andere Meerschweinchen stirbt, nehmen die das Meerschweinchen wieder zurück in ihre Gruppe. Chris, ist das richtig? Nee. Doch. Echt? Ja, das ist tatsächlich richtig. Slavenia, danke für die Frage. Es ist in der Schweiz gesetzlich verboten, Meerschweinchen alleine zu halten, weil die depressiv werden, weil die sich sehr schnell alleine fühlen. Und das hat Franzi richtig erkannt. Und wenn es dann halt so ist, dass man zwei hält, ganz normal, man kauft die zusammen, ne, und dann stirbt eins, man will sich jetzt nicht für so ein halbes Jahr ein neues Meerschweinchen kaufen, dann kann man sich eins leihen und das später zurückgeben, damit man nicht immer wieder ein neues kaufen muss. Stark, ja. Sehr stark. Ist ja wirklich die Beistellziege. Es ist, ja, es ist die Beistellziege. Ja, wo du auch gerade gesagt hast, so, nee, ist es nicht, dachte ich mir so, okay, wenn du nicht willst, dann warte ich halt, bis Franzi sich den Punkt holt. Und bei der nächsten Frage könnte es auch sein, dass ihr es wisst. Die ist schwieriger, aber ich zum Beispiel hatte davon vorher schon mal gehört. Und zwar lautet die Frage, was ist der Big Mac-Index? Oh mein Gott, davon habe ich schon mal gehört. Das hatten wir doch neulich mal. Oh, davon habe ich schon mal gehört. Scheiße, was war das? Das ist halt, wie viel der Big Mac in verschiedenen Ländern kostet, oder nicht? Ja, das kenne ich, oh Gott. Da erkennt man, wie stark die Wirtschaft ist in dem jeweiligen Land, je nachdem, wie viel der Big Mac kostet. Meine Freunde, ja. Wenn wir uns mit einer Sache auskennen, dann ist es Essen und McDonald's. Dann mit Macs. Ja, das ist tatsächlich die Begründung oder die Bedeutung des Big Mac-Index. Da will ich ganz kurz mal was sagen. Ich habe das auf Twitter gesehen, als ich damals zur Schule gegangen bin. Sorry, da kommt gerade noch irgendwas rein. Okay, wir reden einfach kurz weiter. Als ich damals zur Schule gegangen bin, ne, wir hatten McDonald's neben unserer Realschule und wir sind in der Mittagspause mal rübergegangen und da gab es so ein Euro-Menü und auf diesem Euro-Menü war der Cheeseburger. Der hat 1 Euro gekostet. Und mir ist es übel lange nicht aufgefallen. Letztens hat jemand drüber getweetet. Ja, der kostet jetzt 1 Euro hat ein Cheeseburger gekostet, ein Chickenburger gekostet, alles mögliche hat 1 Euro gekostet. Mittlerweile kostet der Cheeseburger 3 Euro. Boah, sprich, der ist einfach 300... Der ist einfach dreimal so teuer. Ja. Wie? Alter. Was? Der kostet krass. Jeder, wenn man bestellt mittlerweile, merkt man das auch, dass jeder kleine Pissburger von so Burger King, McDonald's und so, die haben damals 1 Euro gekostet. Jo, die kosten alle mittlerweile so 4-5 Euro. Und so große Burger kosten aber 12, 13, 14 Euro. So, das war so übel schleichend. Irgendwie hat man das gar nicht gerafft. Das ist so viel teuer wie so ein richtiges Gericht in einem Restaurant teilweise. Ja. Das ist crazy. Ganz kurz noch bei diesem 1-Euro-Menü gab es auch so eine Werbung, wo ein Typ so gesagt hat, wie viel kostet denn ein Hamburger? Ein Euro. Ja, genau. Ja. Dann hat die ein Euro. Die Frau, die da gearbeitet hat, hat dann einfach so gesagt, 1 Euro. Und dann hat er nach ihrer Nummer gefragt, dann hat die auch 1 Euro gekostet. Ja. Und so hat sich das in mein Gehirn gebrannt. Fuchsbau, danke für den Raid. Werbung, so, ich muss das ganz kurz... Ich muss das ganz kurz mal checken jetzt. Dann war so traurig. Cheeseburger kostet, bevor das im Endeffekt. Das ist richtig teuer mittlerweile. Das ist wirklich krass. Ich habe das nie gecheckt, ob das wirklich richtig war. Ich erinnere mich noch, wie ich auf der Klassenfahrt kein Geld dabei hatte und ich wusste, dass es Halbtagsverpflegung ist und ich nur überlebt habe, weil ich mir für 1 Euro einen Cheeseburger kaufen konnte. Dann habe ich irgendwie so mir bei Freunden so Geld geliehen, so 5 Euro für einen Tag, und habe ich halt 5 Cheeseburger gegessen. Davon war ich halt satt. So. Und das geht nicht mehr. 2,40 Euro, also 3 Euro ist ein bisschen am Ziel vorbei, aber 2,40 Euro ist auch schon 1,40 Euro teurer als der damals. Aber bei mir um die Ecke 5 Euro. Hamburger kostet 2,49 €, Cheeseburger 2,99 €, Chickenburger auch 2,99 €, gerade bei Lieferando. Ja. Ja, schon. Ich glaube, bei Lieferando sind die ein bisschen teurer. Damals war alles besser. Aber wenigstens wissen wir ja, was der Big Mac Index ist. Ja. Kroketten, boah, wir sind so. Ich hab Hunger. Na gut. Boah, das ist so, ich glaube, Big Mac Index, das wissen die meisten tatsächlich, oder? Ja, das ist einfach Speedrun gerade gewesen. Richtig. Von der nächsten Frage werdet ihr wahrscheinlich noch nicht gehört haben, außer ihr seid ganz tief drin in der Geschichte. Warum wurde Berlin 1911 zu einer Geisterstadt? Das ist die nächste Frage. Bombenalarm. Die sind alle in die Bunker geflohen. Ich höre mir erstmal ein paar Sachen an.
Okay. Und dann sage ich euch allen, dass es falsch ist, was ihr sagt. Mano! Berlin ja auf einem Moor gebaut wurde, auf so einem Sumpfland, Moorland, was auch immer. Und hat man gemerkt, scheiße, irgendwas ist hier mit der Statik oder was auch immer nicht in Ordnung gerade. Jetzt müssen wir mal gucken, ob das ein Problem geben könnte. Und deswegen müssen wir evakuieren. Und dann hat man gesagt, Leute, raus aus Berlin jetzt bitte. Raus. Und dann sind die alle raus. Und dann haben die gesagt, oh, passt, können wir da rein. 1911 hat ein Journalist, der gerade mit seinem Job angefangen hat, also der ist gerade frisch aus der Ausbildung gekommen und so, wollte gucken, wie schnell sich Falschmeldungen verbreiten und hat dann das Gerücht verbreitet, dass im Berliner Zoo die Tiere ausgebrochen sind und wilde Löwen und Tiger und ja gefährliche Tiere über oder durch Berlin laufen. Und hat quasi auch einen Notstand ausgerufen und so. Und deswegen sind alle in ihre Häuser gegangen. Dadurch, dass aber gar keine Wildtiere auf den Straßen waren und dann aber auch keine Menschen und natürlich auch keine Polizei oder so, die diese Wildtiere einfangen wollte, weil war ja nichts, war ja auch nichts gemeldet, war es dann eine Geisterstadt. Da ist dann eine von diesen Rosen von Jericho über die Straße gerollt. Genau, da war so. Genau. Wisst ihr denn, was eine Geisterstadt ist? Ist eine leere Stadt, würde ich sagen, ne? Genau, und wenn die Leute in ihren Häusern sind, würdest du sagen, die ist dann leer, die Stadt? Achso, die waren auch wirklich, die waren auch nicht in ihren Häusern. Das ist ja keine Geisterstadt. Ich dachte nur die Straßen. Ja, okay. Deswegen frage ich, ob ihr wisst, was eine Geisterstadt okay, ist. Okay, nee, okay. Ja. Sonst hätte ich nämlich gesagt, warum waren die Straßenmenschen leer? Ja, okay, die Straßenmenschen. Ja, deswegen habe ich ja gesagt Bunker, weil die ja so unter der Erde sind. Und dann war weder in den Häusern noch auf den Straßen war jemand. War eine Geisterstadt. Ach krass, komplett Berlin. Würde nur mal gerne, also das ist zu einer Geisterstadt geworden, ja. Das mit dem Moor war falsch, ja? Richtig. Also, Mist. Moor war, ne, Berlin ist auf dem Moor gebaut, ja, da gehe ich mit. Ja. Aber damit hat es nichts zu tun. Mist. 1911 war es eine Geisterstadt. Gab es da irgendwie eine Pandemie? Nee. Könnt ihr euch denn erinnern, dass ihr jemals davon gehört habt, dass Berlin eine Geisterstadt ist oder war? Nee. Richtig. Das finde ich gut. Also war sie gar keine Geisterstadt? Doch, Berlin 1911. Aber das komplette Jahr über oder nur ein Tag? Das ist die Frage, wie lange? Ja, wahrscheinlich halt nur so ein paar Stunden. Ja, wenn das was richtig Krasses gewesen wäre, dann wäre das ja, dann hätte man das, wüsste man das ja eigentlich. Dann wird das ja zumindest irgendwo mal erwähnt werden, so. Es gab einen übel geilen Flohmarkt in Brandenburg und deswegen sind alle aus Berlin raus und nach Brandenburg rein, um sich da die übelsten Schnäppchen zu holen. Ja. 1911, die ganzen Hipster aus Berlin. War das während dem Zweiten Weltkrieg? Nee, ich habe das auch noch nie gehört oder so. Aber ich habe generell noch nie irgendwas über Berlin gehört. Ach. Ja. Hat das vielleicht was damit, also mit Militäreinzug zu tun, dass die Leute dann da so. Da war kein Militär. Da hat einfach noch niemand in Berlin gewohnt. Wisst ihr denn, wer 1911 in Berlin war? Niemand. Weil er war ja eine Geisterstadt. Ja, niemand. Ja. Ach, wer war davor da? Auch niemand. Wer denn? Minenarbeiter. Ah. Ach so, da ist irgendwie so eine Mine explodiert. Und deswegen sind dann alle Leute da geflohen, weil es übel Asche in der Luft war und Kohle. Und ja, da war die Luftqualität so schlecht, dass man nicht in Berlin bleiben konnte. Da musste man da so für ein paar Stunden abhauen und dann durfte man wieder rein. Ergibt das Sinn? Ja. Berlin war Berlin halt 1911 nicht so der Hotpot, der es jetzt ist, so mit so Leuten aus jeglichen Ländern und es war noch eine Arbeiterstadt damals. Eine Arbeiterstadt, genau, ja. Ja. Auch und auf einem Moor gebaut, wo es ganz viele Minen gab. Ja, 1911 so, das ist Erster Weltkrieg nicht so weit weg. Das war natürlich damals jetzt noch nicht so, aber da Deutschland, da wurden Rohstoffe gebraucht. Mhm. Na? Und Berlin war dann halt eine Geisterstadt, wenn die Leute einfach zum Arbeiten gegangen sind. Da war dann einfach niemand mehr in Berlin. Die sind dann halt weggefahren und dann haben gearbeitet. Und dann war da nichts mehr. Da war niemand mehr da. Das ist ja auch keine Geisterstadt. Richtig.
Ich sag euch jetzt eine Sache und ihr versucht rauszufinden, wie das möglich ist, ja? Berlin ist immer noch eine Geisterstadt. Gibt es unter Berlin irgendwie so Minen? Nee, warte. Katakomben, maybe. Also da ist eine Mine explodiert und die ganzen Minenarbeiter sind gestorben und wurden da verschüttet und deswegen ist eine Geisterstadt geworden, weil die Geister jetzt durch Berlin spuken und... Nee. Berlin existiert gar nicht. Wir reden nicht über Berlin. Ach so, es gab noch ein anderes Berlin. Klein-Berlin. Okay, lag dieses Berlin 1911, über das wir hier reden, in Deutschland? Nein. Ah. Ja. Das war nämlich in Amerika. Richtig. Ja. Jo, und da hat es sich einfach für die Leute nicht mehr rentiert und dann sind die abgehauen. Waren so, tschüss. Ach, oder ein Orkan kam, oder ein Wirbelsturm, oder irgendeine Naturkatastrophe ist über Berlin eingebrochen und dann mussten die Leute da raus. Keine Naturkatastrophe. Ja, es war einfach, da haben einfach Leute gewohnt, die in irgendeiner Mine gearbeitet haben und die Mine hat keinen Ertrag mehr gegeben und deswegen haben die da halt geräumt. Und dann war Berlin leer und ist heute auch immer noch leer, weil da gibt's halt jetzt einfach nichts mehr. Ja. Stimmt, dass es heute immer noch leer ist, aber die haben nicht geräumt, weil die Minen nicht mehr ertragreich waren. War halt hässlich. Wow. Die Erfindung der Eisenbahn. Die Begründung, warum ich keine Matches auf Kinder bekomme. Die haben Eisenbahn gebaut und da haben Schienenarbeiter gewohnt und dann war die fertig. 1911. Die Stadt war halt so dreckig durch diese Minenarbeiter, dass die... Durch die Minenarbeiter, die waren schuld. Ja. Waren sie wirklich, du hast recht. Ja, und durch diese Minenarbeiter waren halt alle Leute, die da vorher gewohnt haben. Also die Minenarbeiter haben da nicht gewohnt, die haben da halt einfach nur gearbeitet. Und die Leute, die da gewohnt haben, haben sich halt mega gestört gefühlt durch den Radau und durch den Gestank und durch die Verschmutzung, die daraus entstanden ist. Und dann sind die halt alle gegangen und die Mitarbeiter haben da nicht gewohnt, deswegen, als die dann weg waren, war es eine Geisterstadt. Und ist auch niemand mehr zurückgezogen. Franzi blamt schon wieder alles auf die Minenarbeiter. Ja. Weiß ich nicht, ob ich dahinter stehen kann. Ich komme aus dem Ruhrgebiet, ich darf das. Die Minenarbeiter wurden von Natives vertrieben. Nee. Die Minenarbeiter sind wirklich schuld, aber die haben was anderes gemacht. Und ihr könnt jetzt alle nochmal ein Guess abgeben, was das gewesen ist. Wir haben aus Versehen die Mine gesprengt. Das ist Guess Nummer 1. Ich will einen zweiten Guess. Ja, ich bin aber... Die waren also in dieser Mine und man hat ja, so Minenarbeiter haben immer so einen Wellensittich oder so dabei, damit die merken, wenn irgendein Gas austritt oder so, glaube ich, und man langsam umkippt. Ja, und in der Mine ist Gas ausgetreten, das haben die nicht gemerkt, weil die haben ihren Wellensittich vergessen und dann sind leider in dieser Mine alle Leute umgekommen und deswegen ist es eine Geisterstadt und ist auch nach wie vor eine Geisterstadt, weil da halt einfach keiner mehr am Leben ist. Das ist Guess Nummer 2. Ja, oder? Die haben einen Vogel dabei gehabt und haben die gemerkt, oh shit, da tritt so gefährliches Gas aus, wir müssen räumen. Und dann haben die das den Bewohnern gesagt, hey, hier ist zu gefährlich, da tritt halt dieses krasse Gas aus und dann sind die alle da weggezogen. Und das ist Guess Nummer 3. Und alle drei sind falsch, aber immerhin seid ihr drauf gekommen, dass es nicht um das Berlin in Deutschland geht, denn es geht um Berlin in Nevada. Da gab es früher ca. 300 Einwohner, die alle von Minenarbeit gelebt haben und die da alle in den Minen gearbeitet haben, die übrigens nicht gestunken haben. Die waren ganz normale Minenarbeiter. Naja, gut. Und das waren auch die einzigen Leute, die in der Stadt gewohnt haben. Und als dann die Firma bankrott gegangen ist nach einem Bergarbeiterstreik, die sich um die alle gekümmert hat und so, mussten die Minenarbeiter abwandern, wodurch 1911 die Stadt komplett aufgelöst wurde. Heute stehen da noch 13 Gebäude, die man sich tatsächlich angucken kann, die alle noch genauso sind wie früher, was sehr, sehr cool ist. Aber deswegen wohnt da niemand mehr. Und das Ganze sieht so aus. Aber dann war das ja gar nicht so weit weg mit dem, dass die Mine nicht mehr ertragreich war und die aufgehört haben zu arbeiten und dann abgehauen sind. Die sind nur einfach aus einem anderen Grund, haben die Die sind aus einem anderen Grund abgehauen. Wer darauf gekommen wäre, wäre sick gewesen. Ich würde das auch als richtige Antwort gelten lassen. Ich hoffe, Like Ayoda macht das auch. Habe ich die Frage eingereicht. Aber... Ja, ihr habt halt ein bisschen gebraucht, ne? Ist ja nicht schlimm.
Aber besser als wieder zu Speedrun. Ja. Richtig, richtig. Und es gibt halt manchmal auch einfach Themen, mit denen ihr euch besser auskennt und mit denen ihr euch schlechter auskennt. Ich glaube, ihr habt heute auch schon ein bisschen Erfahrung sammeln können. Darum geht's ja. Es geht ja darum zu lernen. Ich glaube, wenn ihr heute eine Sache gelernt habt, dann viel über Kirchen auf jeden Fall. Deswegen fragen wir nochmal so ein paar Sachen ab. Und über Würstchen. Warum wurde 2018 die Pfarrkirche der Pfarre Käfermarkt, ich weiß es nicht, mit Möbelstücken vollgestellt? Ja, weil sonst nirgendwo Platz dafür war. Da war ein Musikvideodreh von den Ärzten. Smash Lunatic. Einfach aufgepasst. Was haben muss die man drauf kommen, was 2018 halt war, ne? 2018 ist auch noch nicht so lange her, ja. Der Bürgermeister hatte ein Loch im Dach und es hat da reingeregnet und er musste seine Möbel irgendwo unterstellen, damit die nicht nass werden. Und dann hat er ganz lieb gefragt, ob er die vielleicht in die Kirche packen könnte, bis das repariert ist oder bis das gepflegt ist. Und dann haben die gesagt, ja, mach. Und dann hat er die da reingestellt. Solide Antwort. Aber leider falsch. Richtig. Vielleicht hatten die im örtlichen Ikea einen Wasserschaden. Die Fackel gesagt so, wir sind alle Kinder Gottes. Packt euer Kala-Regal bei uns kurz mal. Packt das kurz mal zwischen hier. Kalax. So rum. Und 2018 genau. Gab es ganz viele Flüchtlinge, die, wo es Schwierigkeiten gab, die unterzubringen. Und die wurden unter anderem in Schulen, so in der Turnhalle und so, dann stationiert. Und unter anderem auch in der Pfarrkirche, der Pfarre Käfermarkt. Deswegen wurden da Betten und andere Sachen reingestellt. Was haben die in der Zeit so gemacht, wenn die irgendwie so Gottesdienst halten wollten und so? Gab's nicht. Gab's nicht. Outdoor-Gottesdienst geht ja auch. So, die haben halt einfach die Bänke nach draußen gestellt, ein Pavillon drüber und die Bänke sind drin geblieben. Haben die beiseite geschoben oder so. Aber auf jeden Fall haben die da halt dann ja, einfach Outdoor ihre Gottesdienste abgehalten. Ist falsch. Hat's nichts mit Flüchtlingen zu tun. Richtig. Es gab einen Flohmarkt. Und es hat richtig doll geregnet. Aber die wollten das trotzdem machen, weil der Flohmarkt war für einen guten Zweck. Für Minenarbeiter. Und dann hat die Kirche gesagt, hey, ihr könnt das bei uns machen. No worries. Everyone's welcome. Warum haben die es in der Kirche gemacht und nicht draußen? Weil es geregnet hat. Ja, weil es halt geregnet hat. Da gibt's Sinn. Ist die richtige Antwort, Franzi? Wahrscheinlich nicht, wenn du so fragst. Vorhin habe ich ja mal gefragt, dann war es die richtige Antwort. Sag du es mir, Bart. Vielleicht will ich einfach nur, dass du confident jetzt sagst, ja, Bart, das ist die richtige Antwort. Nein, weil dann so smash so richtig mein Selbstbewusstsein. Jetzt sag ich so, ja, Bart, ist es. Und dann sagst du so, nö. Und dann sag ich so, oh. Es ist falsch. Danke, Chris. Aha. Siehst du, ich kenne dich. Ich lese dich wie die ein Bibel. Buch. Okay, und darum geht's gleich in der nächsten Frage. Wir kümmern uns jetzt erstmal um die Kirche in der Pfarre Käfermarkt. Ja, Mensch. Warum denn? Das ist die Frage. Den Marktpart von Käfermarkt haben wir mit dem Flohmarkt jetzt schon abgehakt. Was ist mit dem Käferpart? Das ist falsch geschrieben. Käfer. Richtig. Käfermarkt. Käfermarkt. Es gab eine Plage mit so holzfressenden Käfern. Das wäre ja krank. Und um Möbel davor zu schützen, dass sie betroffen sind, haben sie sie in die Kirche gepackt. Weil sie da wie geschützt worden sind? Durch die Hand Gottes. Ja. Ist das richtig, Franzi? Nee. Teilweise. Die hatten doch, die hatten in Käfermarkt hatten die Termitenbefall. Im Pfarrhaus. Und die Kirche war ja aus Stein. Kommen Termiten, können sich da nicht durchfressen. Haben die ihre Möbel erstmal in der Pfarrkirche zwischengeparkt, solange die Termiten alles zerfressen haben. So, damit da halt ein bisschen was safe ist. Mit den Möbeln gemacht in der Kirche? Die wurden geweiht. Weihrauch. Weihrauch ist gut gegen Termiten. Haben die ein bisschen Weihrauch? Ja, ausgeräuchert! Oh mein Gott! Ausgeräuchert, ja. Die haben die Viecher ausgeräuchert, jo! Gott hat die Termiten vertrieben. Dafür haben sie ihm am Ende alle gedankt, ja. Und dann nicht, hat er Heuschrecken regnen lassen. Kein Weihrauch?
Was hat man. Was waren das für Möbel, die da drin standen? Holzmöbel. Richtig, ja. Also hat man die einfach verbrannt in der Kirche. Franzi, nur weil du verbrennen würdest, wenn du in eine Kirche gehst, heißt das nicht, dass. Wow. Lol. Wow. Ich bin ein. Ich ja auch. Christlicher Mensch. Ich bin ausgetreten. Die haben die gesalbt. Ich auch mit 14, aber. Die haben die nicht gesalbt. Was macht man denn noch? Die haben so richtig hardcore laut Orgel gespielt und durch die Schwingungen sind die Viecher dann so aus den Möbeln rausgeflogen. Nee. Hm. Weihrauch ist schon close, aber man macht noch aggressivere Sachen. Ja, so Insektenvernichtungsspray oder so da reingesprüht. Richtig. Gibt ja diese. Ja, keine Ahnung, die haben dann so einen Tank auf dem Rücken und dann so eine Sprühdose und dann laufen der so durch und damit haben die ganzen Möbel abgespritzt. Übelste Chemiekeule da reingepumpt. Das ist es. 2018 war es so, dass in dem Kirchengestühl und vielen anderen Bereichen in der Kirche Holzwürmer waren, die es praktisch alles aufgefressen haben und zerstört hätten, wenn man das nicht ausgeräuchert hätte, und zwar mit hochgiftigem Gas. Da der Raum von der Kirche aber insane groß war, durften Bewohner aus der Umgebung einfach Möbelstücke dazustellen und der Kirche so ein bisschen was extra zahlen, also kleine Entschädigung, um praktisch die eigenen Möbel direkt mitsäubern zu lassen. Das war so eine krasse Sammelaktion, ne, für die Gemeinde und so, super cool. Ja, deswegen haben die ihre Möbel dazugestellt. Und dann wurden die gegen die Holzwürmer. Krass. Geräuchert. Sehr krass. Und es waren in der Regel keine Käfer, sondern Würmer. Aber war die beste Möglichkeit, ne, für euch dahin zu kommen. Ja. Franzi. Welche? Wir haben zwei. Welche? Ihr könnt gerne beide antworten. Ja. Worum geht's in der nächsten Frage? Um eine Bibel. Nicht ganz? Um ein Buch. Richtig. Die richtige Franzi. Wow. Nein, wir wissen, worum es geht. Und zwar um ein ganz besonderes Buch. Nicht die Bibel, sondern Duden. Vielleicht kennt sich damit ja Smash Lunatic aus. The Drinkable Book. Was ist das Drinkable Book? Das ist die Etikette, wie man richtig trinkt. Also quasi die Bibel für Trinker. Und da steht halt zum Beispiel drin, wie du korrekt, also erstmal steht da drin, wie du korrekt Drinks servierst. Und dann steht da auch die korrekte Trinkweise drin, weil nicht jeder Drink wird gleich, also nicht einfach nur so runtergeschüttet, sondern du hast bei manchen Drinks diese Besonderheit, dass du manchmal dann noch was reintun musst oder dann noch was drinsteckt oder so. Gurgeln. Und manchmal musst du auch gurgeln, genau. Ja, also mal bei manchen steckt halt zum Beispiel, die haben dann so Gimmicks, du kannst ja auch so anzünden und so. Und da steht dann da alles drin. Ich habe meine Ausgabe direkt hier. Das ist ja cool, wenn du es jetzt hättest machen können, aber tatsächlich nicht. Nee. The Drinkable Book, das ist irgend so ein Gerstengetränk oder so. Das wurde so krass dehydriert, dass man halt so eine Art Papier draus gemacht hat. Und darauf wird das Drinkable Book geschrieben und gedruckt. Was man theoretisch machen kann, ist das Drinkable Book einfach wieder in ein Glas Wasser packen, aufweichen, ein bisschen umrühren. Und es trinken, und es ist halt ein Getränk. Das ist eine sehr coole Idee. Das wäre auch mein Guess gewesen, dass das so Esspapier ist oder so, was sich so auflöst, wenn man es. Oh, ja. So ein Survival-Ding vielleicht einfach. Also so ein Buch, was du quasi mitnehmen kannst in die Natur. Was halt so vielleicht so auch so Überlebenstipps beinhaltet. Und wenn es hart auf hart kommt, kannst du es halt trinken. Dann hast du keine Überlebenstipps mehr, aber immer was zu trinken. Aber du kannst es auch trinken. Kannst du ja vorher lesen und dann einfach verinnerlichen, oder? Ja. Ja, klingt doch gut. Ja. Ist aber falsch. Auch richtig. Ja. Oh, echt? Ja, ist falsch. Hm. War ja klar. Kann man das Buch auflösen und dann trinken? Nee. Also das Drinkable Book ist nicht drinkable. Das ist Scam. Naheliegende und ich zeig Idee. Die an, weil das ist Irreführung eines Kunden. So. Vielleicht hat das auch gar nichts mit Alkohol zu tun, sondern das ist eher so ist halt für Kinder vielleicht irgendwie so ein Lehrbuch oder so. Zum Trinken. Oder vielleicht für Frauen zum Stillen, wie man richtig stillt oder so. Interessante Idee. Man kann das Buch nicht trinken, auch nicht auflösen und so. Es ist ein Buch. In The Drinkable Book wird erklärt, welche Sachen man trinken kann und welche nicht. Zum Beispiel kannst du keine Haushalts,
Reiniger trinken, aber Wasser. Okay, ja. Und Säfte darfst du trinken, aber keinen hochkonzentrierten Essig. Okay. Und all diese Sachen stehen in diesem Buch drin, so mit Is it drinkable? Und dann werden ganz viele flüssige Sachen gezeigt, Quecksilber zum Beispiel auch nicht. Und dann steht da drin, Is it drinkable or not? Für wen ist denn dieses Buch? Für Kinder. Und haben die auf einem Bild Essig mit so einem großen X und auf dem anderen Glas Wasser? Für Leute, die so alleine in die Bar gehen und dann so am Tresen sitzen. Und bei dem Drinkable Book ist einfach halt ein Glas eingebaut, wo man sich dann einschenken kann. Und dann liest man und dann trinkt man immer so, wisst ihr so? Oh, wie so ein Getränkehalter, bloß ja, im Buch. Ja, es ist quasi ein Getränkehalter, aber im Buch. Und man trinkt im Endeffekt raus. So, wenn einem langweilig ist. Hm. Ja. Und man will irgendwie die Zeit überbrücken, wie auf dem Klo, wenn man da anfängt, so Shampooflaschen zu lesen und so. Genau, ja, exakt. Ist es leider nicht. Aber Marktlücke. Aber Marktlücke. The Drinkable Book. Ja, dann ist das einfach ein Buch für Leute. Das hat nichts mit Alkohol zu tun, das hätte ich auch gesagt, wo vielleicht einfach so verschiedene Cocktails und sowas drinstehen und wie die Zusammensetzung davon ist und was da so genau drin ist. Vielleicht ist es auch was für irgendwie, weiß ich nicht, Allergiker oder so, dass sie gucken können, in welchen Säften Fructose drin ist und was sie lieber nicht trinken sollten. Das heißt, für wen wäre das Buch? Für Allergiker. Nee. Für Erwachsene. Ja. Für Alkoholliebhaber. Auch. Aber hat es nichts mit Alkohol zu tun? Haben wir es schon gesagt so? In der Tat. Es hat nichts mit Alkohol zu tun. Okay. Ja, dann ist das einfach eine Idee für Smoothies, mit Smoothie-Rezepten und sowas. Lecky schmecky. Aber auf eingebauter Wasserfilter. In dem Buch. Ja. Und du hältst das Buch dann so unter dem Wasserhahn. Ja. Wo findet man das Buch? Weiß ich nicht. Buchregal? Vielleicht ist das Buch auch einfach irgendwie ganz besonders so, dass es so laminiert oder so. Die Seiten sind auch so laminiert, dass da Wasser abperlt. Und deswegen heißt es halt Drinkable Book, weil es halt. Weil das Wasser da so abperlt, als könnte man es trinken. Aber, also trinken macht halt niemand so, aber deswegen heißt es so. Das kannst du dann so ein bisschen so biegen, wie so eine ja. Regenrinne, und dann kannst du so unter dem Wasser anhalten und daraus trinken. Ja. Ja, oder ja. Wenn es halt regnet oder so, du bist draußen, dann kannst du so trinken. Ja. Das ist falsch. Aber ihr habt schon was sehr Wichtiges und Richtiges gesagt. Es ist ein Buch für Erwachsene. Richtig. Es ist ein Lehrbuch. Richtig. Das ist für Leute, die gern campen gehen. Auch? Die sich in der Natur viel herumtreiben, und da stehen dann so Sachen wie, wie man an Wasser in der Natur kommt, zum Beispiel, indem man eine Kokosnuss knackt und dann kannst du da das Kokoswasser trinken. Oder du kannst irgendwie ein Loch in einen Baum bohren und da das Wasser draus trinken, und du kannst in der Wüste Wurzeln ausgraben und daraus dann Wasserflüssigkeit pressen und viele andere Dinge, die sehr unkonventionell sind, um Wasser zu trinken, die sind da drin beschrieben. Keiner? Was hat denn Chris gesagt? Chris, was hast du das letzte Mal gesagt? Dass man in einer Bar sitzt und... Nee, das danach. Ah, Wasserfilter, ne? Was habe ich da wie gesagt? Wie man Wasser filtert. Was hast du dann gesagt? Also, nö, ist es nicht. Die verschiedenen Arten, Wasser zu filtern. Ich habe gefragt, wo findet man das Buch? Ja. Ja, habe ich ja oder nein gesagt? Nö. In der Survival-Abteilung. Dann ist Outdoor. Einzelhandel, vielleicht, Spezialisten. Vielleicht in so Städten, wo man kein, wo man das Leitungswasser nicht trinken darf oder so, weil das in manchen Städten ist das ja so verschmutzt. Dann steht da ja auch so, ja, bitte nicht trinken. Und dann gibt es das halt dann an diesen Wasserspendern, die halt da stehen. Die halt damals aufgestellt wurden, und dann wurde das halt irgendwann geprüft, und dann wurde halt gezeigt, okay, das Wasser ist nicht mehr trinkable, aber ja, wir haben jetzt den Wasserspender hier. Und so könnt ihr es aber filtern, und dann sitzt da quasi dieses Buch daneben und dann gucken die nach. Genau, wie man das Drinkable Book, das steht in doppelter Ausführung unter jedem Cola-Fountain. Ja. Oder einfach in Ländern mit schlechter Wasserqualität, wo man halt auch so Wasser aus dem Brunnen schöpfen muss und aus dem Fluss und so. Sehr gut. Also beispielsweise im Regenwald oder so? Tatsächlich.
ist das Besondere an dem Drinkable Book? Das ist von einer US-Forscherin, und zwar der US-Forscherin mit dem Namen Teresa Denkovic, entwickelt wurde. Es enthält 20... Vielleicht. Es enthält 20 heraustrennbare Seiten, die mit Silber-Nanopartikeln versehen sind und dadurch als Wasserfilter genutzt werden können. Sie erhalten außerdem wichtige Hinweise zur Wasserhygiene. Eine Seite kann 100 Liter Wasser von Bakterien und Mikroben reinigen, und es wird vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen genutzt und soll damit Menschen Zugang zu sauberem Trinkwasser geben, wenn sie diesen vorher nicht hatten. Da muss ich jetzt aber kurz mal reingrätschen, Bart. Ja. Als ich gesagt habe, das Drinkable Book ist ein Wasserfilter und damit gelöst habe, was das ist, hast du mir einfach eine Nachfrage gestellt und bist dann weggegangen davon. Ich habe es nicht beantwortet, weil in der Theorie noch mehr dazu gehört, als nur, es hat einen Wasserfilter, aber das Besondere am Drinkable Book ist ja der Wasserfilter und nicht, wo man es findet. Weil dass du die raustrennen kannst, weil das Buch an sich ist kein Wasserfilter, wofür das genutzt wird. Ja. Ich wollte da noch ein bisschen mehr hören, das ist ja okay. Ich habe es ja auch nicht verneint. Ne? Manchmal muss man ja auch ein bisschen spielen, weil ich weiß, ihr werdet die nächste Frage super schnell beantworten. Und ich wollte euch, die nächste Frage ist nämlich schon die letzte. Übrigens, die jetzt gerade war von Reviel 17. Die nächste ist von Kibiu. Die nächste Frage habt ihr safe schon mal gehört. Wenn nicht, cool. Ja, dann wird das gleich eine sehr spannende Frage, aber ich kannte die Antwort schon. Und wenn ich die kenne, ihr drei seid alle smarter als ich, werdet ihr die wahrscheinlich auch kennen. Die nächste Frage lautet: Warum kam niemand zur Geburtstagsfeier von Stephen Hawking im Jahre 2009? Weil er die Einladung vergessen hat. Gibt es jemanden von euch, der die Antwort kennt? Weil er in dem Jahr einfach nicht Geburtstag gefeiert hat. Okay, es sieht so aus, als würde niemand von euch die Antwort kennen. Das ist gut. Ja, es kommt bestimmt im Film oder so, wurde das irgendwie... Oder? Ja, das ist bestimmt auch bei The Big Bang Theory irgendwie thematisiert. Ich habe den Film gesehen über sein Leben, aber ich kann mich daran nicht erinnern. Vielleicht hat er eine Art und Weise, die Einladung zu verschicken genutzt und keiner ist drauf gekommen, was er aber von ihm wollte, und deswegen ist niemand zu diesem Geburtstag gekommen. Er hatte Internetprobleme. Das war so eine Art Rätsel oder Code oder so, den er genutzt hat. Falsch. Schade. Er hatte Internetprobleme und die Einladung ist einfach nicht rausgegangen, weil er konnte ja nur so über Tasten kommunizieren. Und wenn er die Technik nicht mitspielt, dann hast du halt gelitten. Das stimmt. Er hat vergessen, die Einladung abzusenden. Das habe ich gesagt schon. Das ist falsch. Ja, aber Bart hat ja nicht Ja oder Nein gesagt. Das ist falsch. Wenn das jetzt richtig gewesen wäre. Ja, aber was ist mit dem, was ich gerade gesagt habe? Dass es Probleme gab? Okay, cool. Die Leute dachten, es ist Scam. Jo, die dachten so, hey, als ob mich so Stephen Hawking einlädt. Das kann ja gar nicht sein. Das ist falsch. Er hat seinen eigenen Geburtstag vergessen. Denkt ihr, Stephen Hawking würde seinen eigenen Geburtstag vergessen? Oder naja, er würde einen technischen Fehler machen? Nee, nicht, dass er den Fehler gemacht hat, aber manchmal, keine Ahnung, wenn du bei Vodafone bist, dann läuft's halt einfach nicht so gut. Dann kannst du machen, was du willst, egal wie technisch begabt du bist, dann geht halt nichts raus. Ich glaube, ich habe eine Idee. Der hat bestimmt auf der Einladung, der hat bestimmt halt irgendwie das Falsche draufgeschrieben aus Versehen und hat das halt dann nicht gemerkt, dass er das falsche Datum oder so draufgeschrieben hat oder den falschen Ort oder so. Und deswegen, als er dann die Einladung rausgeschickt hat, sind die alle woanders hin oder an einem anderen Tag irgendwo anders hin und nicht aber an seinem zur eigentlichen Geburtstagsfeier. Die Autokorrektur hat das nämlich verkackt mit der Adresse. Ja, Datum sowas. Ist es. Datum ist es. Ja. Das war doch, das war doch die Story mit, der hat gar nicht die Leute aus der Gegenwart eingeladen, sondern er hat Leute aus der Vergangenheit eingeladen oder aus der Zukunft, um zu checken, ob es Zeitreisende gibt. Aber die gibt es gar nicht und deswegen kam niemand. Das ist nicht ganz richtig. Oder sie wollten das nicht exposen, dass das geht und deswegen. Er hat nicht Leute aus der Vergangenheit oder Zukunft eingeladen. Na, er hat schon Leute aus der Gegenwart eingeladen. Hat er Aliens eingeladen? Zeitpunkt. Hat er eine Einladung ins Weltall geschickt? Hey, wenn es da draußen Leben gibt, komm zu meiner Geburtstagsfeier. Das wäre sehr cool. Es gibt ähnliche Projekte, aber das war es auch nicht. Franzi, du meinst, er hat was gemacht? Na, der hat halt irgendwie die Leute aus der Gegenwart zwar eingeladen, aber bei der Einladung selbst hat irgendwie falsches, also
einen falschen Ort oder ein falsches Datum aus Versehen angegeben. Auch nicht ganz. Nee, es war schon mit Absicht. Er hat doch absichtlich. Okay. Datum spielt wirklich eine Rolle. Er hat auch Leute aus der Gegenwart eingeladen. Ach so, der hat die zu seinem Ach so, nee, niemand so. Im Jahr 2009. Er hat aber die Einladung nicht im Jahre 2009 verschickt. Sondern? In der Vergangenheit, als er damals auf der Uni war. Und dann hat er gesagt, hey Leute, kommt irgendwann 2009 zu meiner Geburtstagsfeier. Aber die sind alle nicht gekommen, weil die entweder schon tot waren oder kein Interesse mehr daran hatten, ihn zu besuchen. Oder es vergessen haben einfach. Wenn er die 2009 verschickt hätte an seine Freunde oder vor 2009, dann wären die ja vielleicht doch gekommen. Wie konnte er sicherstellen, dass nur Leute kommen können, weil Vlesk hat vollkommen recht, die Zeit reisen können? In die Zukunft. Oder? Warte mal. Hä? Ja, indem man Leute zu einer zu seinem Geburtstag einlädt, der aber schon war. Der schon war, stimmt. Richtig. Das heißt, wann hat er die Einladung abgeschickt? Nach seinem Geburtstag. Ja. Richtig. Richtig. Und das ist die komplett richtige Antwort. Er hat ein Experiment gemacht. Stephen Hawking ist nämlich kein simpler Mann, der einfach sein Datum vergisst oder Leute oder irgendwas. Der hat sich gedacht, boah, Geburtstage, ganz besondere Tage, ich mache mir mal selber ein Geschenk, ich schicke mir einen Zeitreisenden und hat nach seinem eigentlichen Geburtstag die Einladungen zu seinem Geburtstag 2009 verschickt und gesagt, wenn praktisch jetzt jemand in der Vergangenheit gekommen wäre, dann hätte ich ja gewusst, dass es Zeitreisen gibt. Nein, weil es gibt dann nämlich einen alternativen Paradox. Zeitstrahl, der dadurch ausgelöst wurde. Und vielleicht gibt es ja eine Welt, in der er Geburtstagsgast hatte. Er weiß es nur nicht, weil er ja halt nicht in die Vergangenheit kann. Weil das einfach nur ein alternativer Zeitstrahl ist. Richtig, ja. Ja. Richtig. Das haben wir doch bei Marvel schon gelernt. Ja, Mann, ey, ganz ehrlich. Trotzdem hat er es probiert. Stephen Hawking hat einfach nicht über das Marvel Cinematic Universe nachgedacht. Ja. Nee. Lumenti einfach schlauer als Stephen Hawking. Richtig. Hätte mal so mehr nämlich. Marvel. Christopher Nolan sitzt hier so da. Hätte er mal mehr Marvel. Ah, warum habe ich das nicht in den Stephen Hawking Film eingebaut? Ah. Stephen Hawking Film mit Parallel Universes. Das Hawking Universe. Kommt auf einmal so Hulk aus der Zukunft, so zu Stephen Hawkings Geburtstag. Richtig. Aber gut, dass ihr die Frage noch nicht kanntet. Krass, ich hätte gedacht, ihr habt die vielleicht schon mal gehört. Ich kannte das tatsächlich, aber mir ist es erst gekommen, als Franzi über das Datum geredet hat. So. Und deswegen ist das hier alles immer ein Team-Effort. Deswegen auch nochmal herzlichen Glückwunsch an euch drei. Ihr habt eine Menge heute rausgefunden. Yeah! Eigentlich alles alleine. Ihr habt es mit mir ausgehalten für eine Stunde und 45 Minuten. Das ist auch eine Leistung, die auf jeden Fall gewürdigt werden muss. War das nicht auch irgendwie bei Big Bang Theory oder so? Irgendwas mit einer Geburtstagseinladung? Und Stephen Hawking, war das nicht auch so? Could be. Aber ich glaube, da hat irgendwie Sheldon einfach nur Stephen Hawking eingeladen oder so. Ja, kam nicht, ich glaube auch. Und dann, Ich bin mehr so into How with Your Mother. Ich weiß zum Beispiel, dass Robins Familie gerne Hockey spielt. Und ich Stephen Hawking zu Infinity War. Leider hier die Folge beenden. Ja, ich würde euch auch vielleicht, wenn das für Chris okay ist, ein bisschen früher entlassen, weil Franz hat ja auch Fieber und so. Alles gut. Nee, es ist, wir haben noch 14 Minuten. Okay. Sollen wir jetzt machen? Ja, klar. Soll ich mir noch eine Frage ausdenken? Nee, ja, alles cool. Ich habe noch eine Frage. Oh, okay, ja, ich rate gerne mit. Warum ist keine Katze in der Box in Vlesks Hintergrund? Weil Franz sie geklaut hat. Richtig. Falsch. Warum meinst du das jetzt? Weil ich meine Klimaanlage anhabe und ich dann natürlich meine Tür schließe und meine Katzen oder unsere Katzen oder Lindas Katzen nicht durch Türen gehen können, leider. Ja. Aber die sitzen morgens, wenn ich die Tür offen habe, sitzen die immer in der Box drin. Kein Scherz. Ja. Katzen sind seltsame Wesen, die sehen eine Box, hüpfen rein. Süß. Erst du deine Tür zumachst, er ist auch gemein. Naja, aber ich fütter die auch. Das ist so der Trade-off, weißt du? Ja, aber dass du uns diesen Katzen-Content verwehrst. Ja, aber die chillen ja bei Linda die ganze Zeit. Muss da Linda-Streamer machen, ich meine. Manu. Ja. Ich habe auch keine Catcam leider. Ja. Frechheit. Na gut. Na gut. Dann wurde dieses Mysterium auch gelöst. So ist Damit haben wir alle Fragen der Menschheit beantwortet. Ja. Ich hoffe, wie immer, es hat euch gefallen. Genau, danke für die Einladung, Bart.
Ey, ich danke euch dafür, dass ihr seid. Ja, danke euch fürs Mitspielen und danke fürs die Einladung und fürs Organisieren und fürs Moderieren, Bart, und gerne, eure Fragen, werte Fragen einreichende Menschen. Richtig. Kein Dankeschön an Coca-Cola und McDonald's, einmal für das Temperaturpreisdingens und dass der Cheeseburger so teuer ist. Die Preiserhöhung, genau. Ja. Außerdem will ich mich bei McDonald's sowieso mal beschweren, weil die haben einfach die für 2023 unglaublich schlechte vegetarische Option. So. Wo ist der Vegan TS hin? Der war viel besser als das andere Ding. Burger King 1000-mal besser gar als nicht. Was so vegane Sachen. Nee, haben. Burger King und ich, wir sind auf Kriegsfuß. Weil? Hä, Burger weil ich, King? Ich hab mir 4 Burger bei Burger King bestellt, weil ich schnell gehen musste. Und von 4 Burgern haben die mir 4 falsche Burger geschickt. Zwei davon waren überhaupt nicht vegetarisch, sondern einfach normale Burger. Uff. Und die anderen beiden waren einfach komplett falsche Burger. Ich hab gesagt, Burger King jetzt, na, Team Wallraff, wenn da Maden drin sind, also ist mir scheißegal, aber schickt mir wenigstens Krieg. Das, was ich bestelle. Den gleichen Krieg mit Domino's. Ja. Die haben mir 40% meiner Bestellungen nicht geschickt. Subway ist jetzt mein Freund. So. Ja, liefert nicht zu mir. Mann, nee. Schwieriges Leben als Streamer, ich sag's euch. Naja, gut. Danke euch für heute. Habt noch einen wundervollen Abend. Habt noch einen schönen Abend, ja. Dankeschön. Schönen Abend. Danke für die Einladung. Tschüss. Bye bye. Bye bye. Tschüss. Armer Vlesk, einfach ein Burger King Trauma. Ja, ich bin da immer noch nicht drüber hinweg. Werde ich auch nicht mehr kommen.